Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieser Zündschnur. Mercedes Elizabeth Sayaratu. Ahiget. النور اتطفى. يلا. Die ist dabei. Gleich oben auf. Neues Bombenattentat auf einen Waffenhändler in Frankfurt. Dieselbe Methode wie in Hamburg. Die haben ihm das Ei nachts unter das Auto geschoben. Ah, der clevere Herr Parker. Hast ihn also auch erwischt. Sie kennen ihn?
Vor 3 Wochen saß ich mit ihm im Flughafenrestaurant zusammen. Dann war auf der Durchreise. In der Meldung steht der Textilkaufmann Parker. Ja, er war sehr vielseitig. Angefangen hat er 1949 mit Nylonstrümpfen und Penicillin. Danach Südfrüchte. Aus der Zeit stammt auch seine Vorliebe für Tarnbezeichnungen aus der Obstbranche. Granaten waren bei ihm Zitronen, Tellermin, Zuckermelonen, Maschinenpistolen, Bananen und so weiter und so weiter. Wen hat er denn beliefert? Jeden. Bei mir kann jeder Kunde werden, der pünktlich zahlt. Ich bin ja ganz neutral, hat er gesagt. Neutralität ist meine Lebensversicherung. Ja. Mist. Das sieht man jetzt. Ich habe ihn noch gewarnt. Je mehr Kundschaft, desto mehr Todfeinde. Kommissariat 3 Körner. Ja, ist hier. Augenblick, bitte. Herr Chef. Bester Mann. Ja, ich hab's gerade bekommen, Herr Kriminalrat. Frankfurt bittet um Amtshilfe, aber wenn der Mord politische Motive hat, können wir nicht viel machen. Ich würde vorschlagen, die Passkontrollen am Flughafen zu verschärfen. Auch die Überwachung der Ausländertreffpunkte, besonders Hauptbahnhof und Umgebung. Schon veranlasst, Herr Kriminalrat. Danke. Was hat dieser Mordanschlag mit Ihrer Reise nach Nordafrika zu tun? Da fragen Sie auch noch, dieser Parker, der da ermordet wurde, der hat doch hauptsächlich nach Afrika Waffen geliefert. Sehen Sie doch, hier steht's doch geschrieben. Und deshalb will ich von der Reise zurücktreten. Ich denke nicht daran, als Landsmann von Herrn Parker jetzt nach Afrika zu reisen mit Frau und Tochter. Kommt gar nicht in Frage. Herr Kröger, Sie wollen nach Tunesien. Bitte glauben Sie mir, diese Bombenanschläge haben nicht den geringsten Einfluss auf die schon traditionelle Deutschfreundlichkeit der nordafrikanischen Länder. Ich habe ein Jahr lang dort gelebt, als Vertreterin unseres Reisebüros. Mir ist nicht ein Fall bekannt, dass einem Tourist noch nur ein Haar gekrümmt wurde. Sie meinen also, ich kann mit meiner Familie ganz ruhig reisen? Ja? Ganz ruhig. Na schön. Aber ich muss es mir noch mal überlegen. Bis morgen. Geht das? Selbstverständlich, Herr Kröger. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns auf andere Länder spezialisieren. Dann geht Afrika nicht mehr. Meinen Sie wirklich? Wer hat schon Lust, im Urlaub sein Leben zu riskieren? Ja, allerdings. Davon kann doch gar keine Rede sein, Herr Kersch. Das wissen Sie vielleicht, Sabine. Weil Sie lang genug drüben waren. Aber weiß das auch die Kundschaft? Herr Kersch, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich heute pünktlich... Geschenk! Schmieren Sie ab, Sabine. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Olaf. Wiedersehen, Sabine. Wiedersehen. Was Ernstes? Seit vorgestern verlobt. Verlobt? Schade. Dann werden wir unser Sabinchen wohl bald los sein. So schnell geht das nicht, Herr Kersch. Verlobung ist heimlich, gegen den Willen seiner Mutter. Was denn? Sowas gibt's heute auch noch? Ein ausgewachsener Sohn, der sich was verbieten lässt? Klingt so nach Jahrhundertwende. Der Junge hat nichts vom Vater geerbt, weil seine Mutter das ganze Vermögen mit in die Ehe gebracht hat. Folglich muss der Kleine gehorchen. Solange er brav ist, erfüllt die Mama ihm jeden Wunsch. Tragisches Schicksal. Ich warte auf deine Antwort. Sei nicht kindisch, Jochen. Wie stellst du dir das vor? Na, herrlich. Wir beide zusammen im selben Haus, in derselben Wohnung. Bleib auf dem Teppich, Jochen. Jetzt schon heiraten. Deine Mutter wird in die Luft gehen. Sie hält doch nicht zu mir, das weißt du doch. So was kann sich ändern. Das hört mir sowieso auf mit deinem Reisebüro. Ich will meine Frau für mich allein haben. Wenn ich an das letzte Jahr denke, monatelang warst du weg. Casablanca, Kairo, wer weiß wo. Das kommt nicht mehr in Frage. Ich halte nichts von Studentenehen. Und von der Gnade deiner Mutter abhängen möchte ich erst recht nicht. Sag mir lieber, wo wir heute Abend tanzen. Wo du willst. Trocadero, Silberkanne. Laterne. Let's learn English by Meeks. Should he meet his friends, he can't tell them the news. Should he meet him tomorrow, he can't tell them the news. Should he meet him, he would tell them the news. Should be fog tomorrow, we shall not take the plane. Should it be foggy, we should not take the plane. Should I miss my miss, I shall come to you. You are my lesson, baby. You are my teacher, baby. Ich kann dich nicht vergessen. Oh, never, never, never. Ich need my daily lesson. I need you, baby, baby. Du bist frisch wie ein Weilchen. Baby, baby, baby. Put your shirt on me. You greyhound, that's me. A head like a snake, a neck like a drake, a back like a beam, a belly like a bream, a foot like a cat, a tail like a rat. Thank you.
Nehmen wir noch zwei? Trink du, ich pausiere. Hast du eine Zigarette für mich? Ah, doch klar. Und nun, gerade angekommen aus den USA, die neueste Hit von der amerikanischen Hitparade. Saladin! Ja, Sabine. Wie kommst du denn hierher? Ich hatte Angst, dich zu sprechen, weil ich nicht wusste, ob du dich erinnerst. Aber mein Freund Ahmed, der ist Disc-Jockey hier, der sagte, ich muss. Aber natürlich. Ich werde hier studieren, Maschinenbau. Wie lange bist du schon hier? Schon über 3 Wochen, bald einen Monat. Ashar, Fischer, Arba, Asabir. Schar, Fischari, Arbat, Asabi. Filasbu, Sabat, Ayam. Al-Yam, Asan, Min al-Had. Kennst du noch dieses Sprichwort? Al-Yam, Asan, Min al-Had. Bravo! Doppelten Whisky. Mit Soda? Pur. Das ist Jochen Zentgraf, mein Verlobter. Meine Glückwünsche. Saladin El-Amana, ein Bekannter aus Kairo. Ohne ihn hätte ich mich im Ägyptischen Museum verlaufen. Und im Bazar und überhaupt. Ohne ihn und seine Clique wäre ich in Kairo ziemlich verloren gewesen. Du, einmal waren wir am Roten Meer baden. 16 Jungen und Mädchen in 2 Autos. Wir haben Korallenbänke abgetaucht. Du, sowas von Farben. Nochmal dasselbe. Erlauben Sie den Tanz mit Ihrer Verlobte? Wenn sie Lust hat. Hast du Lust, Sabine? Mhm. Meine Heimat, die ich mitbringe nach Deutschland. Ich spiele sie jetzt für Saladin und seine deutsche Freundin. Pause, ein Abenteuer von meinem kleinen Freund. Sagen Sie, wo ist der? Der Herr hat bezahlt und ist gegangen. Was, denn nach Hause? Ja, so sagt er. Hat er nichts für mich hinterlassen? Nein, bedauert. Du bist wütend, Sabine. Es heißt wütend, ja. Dein Verlobter, er ist nicht sehr klug, aber ich kann ihn nachfühlen. Das ist die, wie sagt man auf Deutsch, Jalousie. Eifersucht. Eifersucht. Er ist nicht klug. Er würde gut zu euch passen. Er glaubt nämlich, eine Frau ist sein Eigentum. Ich denke nicht so was, Sabine. Aber jetzt feiern wir uns Wiedersehen. Sei mir nicht böse, Saladin. Mir ist nicht zum Feiern zumute. Ich möchte nach Hause. Dann ein anderes Mal? Ganz sicher. Darf ich dich telefonieren? Ja, ich stehe im Telefon. Ich darf dich noch nach Hause begleiten. Nicht nur. Wiedersehen. Einmal nach Porto. Wie viel bitte? 80 Pfennig. Moment. Bitte? Besten Dank, schönen guten Morgen. Guten Morgen.
Du bist verrückt. Ich hab dir doch gesagt, du... Bitte, Sabine, sag, dass du mir nicht mehr böse bist. Ich bin dir nicht mehr böse. Danke. Ich bring dich. Bringst du eine Tasse Kaffee mit? Ja, sehr gern. Ein Päckchen? Darf man fragen, von wem? Keine Ahnung. Du wirst mir doch nicht erzählen wollen, dass du ein Päckchen bekommst und weißt nicht, von wem. Ich weiß es wirklich nicht. Vermutlich dieser Zigeuner von gestern Abend. Saladin ist Ägypter. Denkst du schon wieder an? Ich habe ja nur ganz bescheiden gefragt, von wem das Päckchen ist. Wenn du es mir nicht sagen willst, auch gut. Aber dann sei wenigstens ehrlich und sage frei heraus, du willst es mir nicht sagen, anstatt zu behaupten, du weißt es nicht. Zucker, Milch. Warum nicht mit offenen Karten? Herrgott, nochmal, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann kein Arabisch. Ach so? Jochen, es ist hoffnungslos mit dir. Was drinnen ist, weißt du natürlich auch nicht. Bin ich Hellseherin? Ja, du hast es doch schon aufgemacht. Nur halb, du kamst dazwischen. Willst du es nicht ganz aufmachen? Tu du's, ich bin nicht neugierig. Wirf es weg! Wirf es doch weg! Das ist gut, das bringt uns weiter. Wo habt ihr sie hingebracht? Städtisches Krankenhaus. Und? Beide nur leicht verletzt, aber schwerer Schock. Ja, das kann ich mir denken. Schon irgendwelche Anhaltspunkte. Arabisch? Ja. Erst Hamburg, dann Frankfurt. Und wo sind wir auch mal dran? Aber das Apartment gehört einem jungen Mädchen. Die Frankfurter Wohnung gehört auch einem jungen Mädchen. Aber das Fräulein Farian hier war bis vor kurzem in Nordafrika.
Casablanca, Tunis, Kairo, als Vertreterin eines Reisebüros. Ja, ich weiß. Afro-Tour. Jetzt bitte lassen Sie mich da mal durch. Wer ist hier? Steht hier der leitende Beamte? Mein Name ist Schmolkert. Ich bin hier der Hausmeister. Ja, bitte. Ja, gibt's denn da keine Handhabe? Wie keine Handhabe? Die Leute im Haus reden von Waffenhandel und Racheaktion. Genau dasselbe wie gestern in Frankfurt. Die Hausverwaltung ist jedenfalls der Meinung, dass es ein Grund ist zur fristlosen Kündigung. Ich müsste natürlich nachweisen, dass das stimmt. Mit den Waffen und so. Wie lange wohnt Fräulein Farian schon hier? Über 2 Jahre. Mit Unterbrechungen natürlich. Sie war ja monatelang im Ausland bei diesen Leuten da. Von mir kann sie ja treiben, was sie will. Aber nicht bei mir. Nicht bei mir. Vorläufig liegt sie ja verletzt im Krankenhaus. Ja, nur leicht verletzt im Krankenhaus. Morgen ist sie vielleicht schon wieder da. Ja, Sie dann müssen schon abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Entschuldigen Sie, wir haben zu arbeiten. Herr Schmolkert, darf ich bitte? Ja, entschuldigen Sie, die Mieter sind empört und mit Recht empört. Sache. Ja, was heißt Ihre Sache? Meine Sache ist überhaupt. Ich muss dann dran, ja? Ach, Moment. Können Sie schon was sagen? Hey, hier hat er hingehauen. Donner. Das hat geklappt. Der Tanner. Sitzt ja auch schon wieder da. Na klar, was haben Sie denn erwartet? Waffenhandel? Keine Ahnung. Irgendwelche Parallelen zu Frankfurt? Wir wissen noch nichts. Das Mädchen war lange in Nordafrika, sagt man. Ja, für ein Reisebüro. Na, wissen Sie für welches? Afro-Tour. So, Herr Tanner, Sie müssen jetzt gehen. Ich krieg sonst Ärger mit dem Chef. Na gut, ich gehe ja schon. Aber ich rufe später noch mal an. Diese Zündschnur muss sofort nach Wiesbaden ins Bundeskriminalamt. Wir sollen Art und Herkunft bestimmen. Und der arabische Absender? Da haben wir hier Sachverständige. Wir sind fertig, Herr Hauptkommissar. Können wir zusammenräumen? Ja, bitte. Befragen Sie jetzt die Leute im Haus, was für Besuche das Mädchen hatte und so weiter. Ich fahre ins Krankenhaus und versuche da mein Glück. Wenn Sie ihr helfen wollen, müssen Sie mir schon den Namen sagen. Den habe ich vergessen. Ich weiß nur noch den Vornamen. Ja? Saladin. Können Sie ihn beschreiben? Schwarzhaarig, schlank, ungefähr mein Alter. Größe etwa 1,80. Und die Begegnung war gestern Abend in der Silberkanne? Ja, an der Bar. Erinnern Sie sich, worüber die beiden gesprochen haben? Nein. Sie haben meist Arabisch gesprochen. Dann haben sie ja getanzt. Ich bin da vorher weggegangen. Herr Kommissar, bitte. Nach meiner Uhr sind bereits 12 und eine halbe Minute um. Oh, pardon. Wir sind doch gerade fertig. Ich möchte nur betonen, mein Sohn ist da nur durch unglückselige Umstände mit hineingeraten. Der hat mit dieser Sache nicht das Mindeste zu tun. Sobald er hier entlassen wird, reist er mit mir in die Schweiz. Er braucht dringend Ruhe. Sie sind doch volljährig, Herr Zentgraf, nicht wahr? Ja. Natürlich. Bevor Sie abreisen, rufen Sie mich bitte an und geben Sie mir Ihre Schweizer Adresse. Gute Erholung. Mein armer Junge. Ja, ich dachte eigentlich eher in Zentralafrika. Nein. Wissen Sie, ich würde Ihnen einen Vorschlag machen. Wenn Sie Museen sehen wollen, dann... Ja, wissen Sie, ich... Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern Fräulein Farian. Sie wollten ganz schön. Tut mir leid, sie ist nicht da. Wissen Sie, wann sie kommt? Tja, sie sollte eigentlich schon hier sein. Ihr Dienst beginnt um 10. Ich weiß auch nicht. 10:30 durch. Kann ich Ihnen nicht auch behilflich sein? Vielen Dank. Es geht um meine Adresse. Gemeinsame Bekannte. Sie war doch drüben in Nordafrika. Ja. Längere Zeit? 11 Monate insgesamt. 3 in Casablanca, 3 in Tunis und in Kairo. Was? 11. Wie geht es ihr denn? Ja. Ja, danke. Vielen Dank, Schwester. Sabine liegt im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ja. Sprengstoffattentat. Heute Morgen in ihrer Wohnung. Mein Gott. Ist es schlimm? Nur leicht verletzt, aber schwerer Schock. Die Wohnung völlig demoliert. Aber warum denn? Mein Gott, gestern haben wir noch von dieser Bombe in Frankfurt gesprochen. Wie sie den ängstlichen Kunden hier beruhigt hat, wissen Sie? Jetzt ist sie selber? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Sagen Sie, hat Fräulein Farian eigentlich noch Verbindungen nach drüben? Was denn für Verbindungen? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ja, ich meine Korrespondenz oder Anrufe oder arabische Besucher. Wie kommen Sie auf so etwas? Wer sind Sie eigentlich? Entschuldigen Sie bitte vielmals. Tanner ist mein Name, Nachrichtenkurier. Hier ist mein Presseausweis.
Meine Zeitung ist natürlich daran interessiert, so rasch als möglich den Kreis der Täter... Das sind mir ja feine Methoden, das muss ich schon sagen. Sie wissen natürlich längst, was passiert ist. Sie kommen einfach hier rein und tun so, als ob... Nein, ich gebe keine weiteren Auskünfte über meine Kollegin. Sie sind auf dem Holzweg, junger Mann. Frau Farian hat mit solchen Geschichten nichts zu tun. Bitte schreiben Sie das in Ihrem Blatt. Mehr können wir Ihnen leider nicht sagen. Bedanke mich. Das kann doch nicht wahr sein. Das war sicher so eine Explosion im Haushalt. Kommt ja öfters vor. Vielleicht hat sie irgendwas gereinigt mit Benzin. Die Schwester sagt, ein Attentat. Ach, wer sollte denn unsere Sabine? Tja, man kann in keinen Menschen hineinschauen. Außerdem kann man gefährliche Kontakte auch knüpfen, ohne es zu wissen. Ausgeschlossen. Sabine ist ja kein Schaf. Olaf, geh damit zum Konsulat, bevor Sie Mittagspause machen. Wir brauchen die Visa bis Freitag. Westermann, Kriminalpolizei. In Ihrem eigenen Interesse muss ich ein paar Fragen stellen. Wenn es Sie anstrengt, gleich sagen, ja? Haben Sie einen Verdacht, wer das Päckchen geschickt haben könnte? Nein. Wer ist Saladin? Ein netter, harmloser Junge. Saladin El Amarna. Sein Vater ist bei der Stadtverwaltung in Kairo. Er studiert bei uns Maschinenbau. Haben Sie in Kairo oder überhaupt in Nordafrika mal Leute kennengelernt, die mit Waffenhandel zu tun hatten? Nie. Fräulein Farian, bitte verschweigen Sie mir nichts. Das wäre jetzt lebensgefährlich für Sie. Ein missglückter Anschlag fordert geradezu einen neuen heraus. Ich kann wirklich nichts sagen. Es muss ein Irrtum gewesen sein. Eine Verwechslung. Ich habe hier eine Liste von Leuten, die mit Waffen gehandelt haben. Kennen Sie einen davon? Nein. Sind Sie die 11 Monate ununterbrochen in Afrika gewesen oder sind Sie zwischendurch mal nach Hause geflogen? Ein paar Mal. Haben Sie da mal etwas mitgenommen für jemand? Briefe, Päckchen, Kunstgegenstände? Naja, es ist genug für heute. Wenn Ihnen irgendetwas einfällt, dann soll die Schwester meinem Beamten draußen Bescheid sagen. Was für ein Beamten? Sie stehen jetzt unter polizeilichem Schutz. Sie können beruhigt schlafen. Also wirklich, ich kann Ihnen überhaupt nichts sagen. Sie wollen Ihrer Kollegin doch helfen. Ja, natürlich. Das können Sie am besten tun, indem Sie mir alles sagen, was Sie über Fräulein Farian wissen. Das ist Ihre Meinung, aber ob die Polizei auch so denkt? Genau so, verlassen Sie sich drauf. Und Sie dürfen eines nicht vergessen. Zeitungen können manches aussprechen, worüber die Polizei schweigen muss. Behördendisziplin. Da drüben ist noch ein Platz. Und noch eins. Die meisten großen Kapitalverbrechen der Nachkriegszeit konnten nur durch die Mitarbeit der Presse und der Bevölkerung aufgeklärt werden. Immerhin, der Anschlag ist missglückt. Sie ist nur verletzt. Die Täter können doch morgen wiederkommen. Zwei helle und zwei klare. Man muss sie rechtzeitig bloßstellen und abschrecken. Und das kann nur eine Zeitung. Sie gestatten? Schön. Also gut. Was wollen Sie hören? Viel weiß ich ja nicht. Aber wenn ich Sabine damit helfen kann... Wie lange kennen Sie sie? 2 Jahre und 4 Monate, seit sie bei Afrotour ist. Wann ist sie nach Afrika gegangen? Das war ungefähr kurz nach ihrem Eintritt in die Firma. Hat die Firma sie hingeschickt oder hat sie darum gebeten? Teils, teils. Was heißt das? Na, jedenfalls ist sie sehr gern gefahren. Sprachen und fremde Länder, das sind nämlich ihre Hobbys. Bitte sehr. 2 helle, 2 klare. Wohl bekommst du, Herrn? Wohlsein. Wohlsein. Oberzahlen. Ich komme. Wann ist sie denn aus Afrika zurückgekommen? Es war ungefähr kurz vor Weihnachten. Hat sie später noch Post gekriegt? Davon weiß ich nichts. Wenn sie im Geschäft telefoniert, weiß man da immer, mit wem sie spricht? Meistens ja. Sie spricht aber auch manchmal Englisch am Telefon oder Spanisch. Sie hat ja viele Freunde hier, Studenten aus der Universität und auch Ausländer, aber... Was aber? Ich verwette mein Auto, dass Sabine mit Waffenhandel und so nichts zu tun hat. Jedenfalls nicht mit Absicht und nicht freiwillig. Mein Chef sagt es auch. Ihr Chef ist also der Meinung, dass Fräulein Farian unbewusste Kontakte zu Waffenhändlern haben könnte? So habe ich das nicht gesagt. Da müssen Sie Herrn Kersch selber fragen.
Ich muss jetzt die Reisepässe zum Konsulat bringen. Ich habe keine Zeit mehr. Schönen Dank, Herr Pech. Wenn Sie über die Sache schreiben, ich möchte nicht, dass mein Name dabei erwähnt wird. Keine Sorge. Alles streng vertraulich. Informanten sind uns heilig. Bitte. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Hat's geschmeckt? Ja. Auf Wiedersehen. Was macht das? 42, bitte. Stimmt so. Dankeschön. Wo kann ich mal telefonieren? An der Theke. Darf ich mal telefonieren? Ja, da. Grüß dich, Uschi. Tanner hier. Nee, schnell den Chef vom Dienst, es brennt. Schweinebraten, bitte. Schweinebraten. Ja, Tanner hier. Haben Sie die Spätausgabe schon zugemacht? Zwei. Aber in der Sache bin ich doch dran, Herr Koch. Ein Knaller. In der Wohnung war ich schon. In Ihrer Firma auch. Geben Sie mal schnell die Müllerin. Ich gebe schon mal die Stichworte. Zweimal Kalbsbraten. Ja, grüß dich, Tanner hier. Fertig? Moment. Sprengstoffanschlag in der Birkheimer Straße. Höllenmaschine per Postpäckchen. Wie viel? Explosion um 9.45 Uhr im Appartement der 22-jährigen Sabine F. Angestellte im Reisebüro Afro-Tour. Spezialvermittlung Nordafrika, Nahost. Sie war ein Jahr in Casablanca, Kairo, Tunis. Beruf. Was? Zweimal Kalbsbraten. Hör doch zu. Casablanca, Kairo, Tunis. Beruflich. Hat dort vermutlich Kontakte zu Waffenhändlern geknüpft. Ob gewollt oder ungewollt, steht noch nicht fest. Die Wohnung ist stark zerstört. Mädchen hat aber nur leichte Verletzungen, aber schwerer Schock. Zweimal, ja? Liebe Knüppel. Nein, nur leichte vergessen. Verletzungen. Gilt ebenso für deutschen Besucher, der bei ihr war. Kaum Zweifel, dass Anschlag zur Bombenserie Hamburg, Gent, Frankfurt gehört. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie geht's ihr denn? Täglich besser. Sie kommt morgen oder übermorgen aus dem Krankenhaus. Das wird ja auch die höchste Zeit. Schöne Grüße soll ich ausrichten. Danke. Was steht denn heute in der Zeitung? Man könnte meinen, unser Sabinchen steht mitten im internationalen Waffenhandel. Danke, Olaf. Bitte. Und kennt alle Querverbindungen. Hier, bitteschön. Danke. Zwar keine Beweise, aber alles deutet darauf hin. Für die Polizei sicher eine Quelle wertvoller Informationen. Sie hat mir übrigens ihre Wohnungsschlüssel gegeben. Ich will heute nach Geschäftsschluss mal ein bisschen bei ihr aufräumen. Na, wenigstens das Gröbste. Damit sie schlafen und kochen kann, wenn sie aus dem Krankenhaus kommt. Da helfe ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Olaf. Ich würde an Ihrer Stelle erstmal die Kripo anrufen, ob die Wohnung nicht noch versiegelt ist. Ihr Freund Tanner übertrifft sich heute selber. Er hat zu viel Fantasie. Macht diesmal nichts. Je mehr Wirbel in der Presse, desto vorsichtiger werden unsere Bombenleger sein. Da haben wir vielleicht eine Atempause. Ja. Stellen Sie durch. Westermann, was kann ich für Sie tun, Frau Spranger? Nein, Sie können schon aufräumen. Die Wohnung ist nicht mehr versiegelt. Es sind sogar schon Handwerker drin seit heute Morgen. Nein, keine Maler, Klempner und Glaser. Bitte, bitte, gern geschehen. Nette Kollegen hat sie ja. Von Ihrem Hausmeister kann man das weniger behaupten. Er hat heute schon wieder nachgefragt, ob seine Mieterin nicht doch mit Waffen handelt. Ja? Gibt's was? Danke, Fräulein Grosser. Bitte. Hm. Professor Karl Grevenich, Dozent für Orientalistik. Das ist die Antwort auf unsere Anfrage. Wissen Sie, wie der Absender heißt? Helft der UNESCO, rettet die Tempel von Abu Simbel. Wirklich? Hier. Vielleicht ist Abu Simbel eine Tarnbezeichnung für irgendeine Organisation. Abu Simbel als Tarnbezeichnung? Das habe ich allerdings noch nicht gehört. Aber erkundigen Sie mal. Ja, am Apparat. Also morgen. Ich danke Ihnen, Schwester. Fräulein Farian wird morgen entlassen. Ich möchte, dass Sie zunächst selbst Ihren Schutz übernehmen.
Lassen Sie mich lieber gehen. Bauer, ist Fräulein Farian jetzt da? Ich muss Sie dringend sprechen. Anschluss in Ordnung. Ja, bitte kommen Sie rein, Herr Bauer. Gehen Sie durch. Hören Sie mal, ich will Sie ja nur kurz. Nein, ich will Sie wirklich ganz kurz sprechen. Aber es ist sehr dringend, wissen Sie. Warten Sie doch ein bisschen, Herr Schmolke. Jetzt ist sie gerade vor 3 Stunden zurückgekommen. Guten Tag, Herr Schmolke. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich sollte mit Ihnen sprechen. Man hat mich schon 3-mal angerufen, aber ich habe ihr gleich gesagt, dass man Ihnen das nicht zumuten kann. Was? Die Hausverwaltung, also Herr Maschner, die haben gesagt, weil die Kielmanns aus dem 3. Stock sich beschwert haben, wegen der Sicherheit des Hauses. Also Herr Maschner hat gestern erst mit uns gesprochen und wir haben ihm erklärt, dass es keinerlei Anhaltspunkte gibt, die darauf hinweisen, dass Fräulein Farian... Aber Herr Kielmann hat mich vorhin noch ganz freundlich gegrüßt, ich verstehe das gar nicht. Ja, ja, es tut ihm auch sehr leid, was Ihnen da passiert ist. Aber was in den Zeitungen steht, im Nachrichtenkurier. Und Herr Maschner und Herr Kehlmann, die meinen das auch. Das stimmt doch wohl auch. Das Radio soll es ja auch durchgegeben haben. Ich bin heute erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Was in den Zeitungen steht, dafür kann ich doch nichts. Aber Sie waren doch in Afrika. Das stimmt doch. Das weiß doch jeder. Sie haben uns doch noch diesen Kupferkessel mitgebracht. Ja, aber ich... Fräulein Farian muss sich jetzt erst mal ein bisschen erholen. Dafür werden Sie ja wohl Verständnis haben, Herr Schmolke. Wenn es ihr besser geht, wird sie sich schon mit Herrn Marschner in Verbindung setzen. Möglichst bald, wenn ich ja, bitten darf. Herr Schmolke, Sie können mit mir doch nicht machen, was Sie wollen. Hallo? Hallo? Ja? Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, ob Fräulein Farian schon da ist? Da können Sie jetzt nicht hin. Das ist ausgeschlossen. Presse! Ich bin von der Presse. Ach so, Presse. Ja, die ist da. Dann kommen Sie mal rauf. »202, dritte Tür links.« »Ja, ja, danke. Ich weiß Bescheid.« »Guten Tag. Tanner ist mein Name. Nachrichtenkurier. Fräulein Farian?« »Tanner? Haben Sie den Artikel über mich geschrieben?« »Ja, das war ich. Und ich habe noch ein paar Fragen an Sie, wenn Sie gestatten.« Wissen Sie überhaupt, was Sie da geschrieben haben? Woher haben Sie das? Davon stimmt kein Wort. Aber Fräulein Farian, ich habe nur das geschrieben, was ich exakt recherchieren konnte. Exakt. Ich möchte wissen, wer Ihnen das erzählt hat. Ich werde mich bei Ihrem Herausgeber beschweren und die Sache einem Rechtsanwalt übergeben. Bauer 24068, ja. Ja. Anschluss Farian, ja. Ja, ist in Ordnung, ja. Wir sind nun mal von großem öffentlichen Interesse. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Gut, ja. In meinem Artikel steht ganz klar und deutlich... Bauer 24068, ja. Ja. Ah, das ist gut. Dann gehe ich jetzt zur Sedanstraße. Und er behauptet, Fräulein Farian, sie hat mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Ja. Herr Tanner, Sie sind lange genug Kriminalreporter. Sie können sich ja wohl ausrechnen, warum ich hier bin. Was heißt ausrechnen? Wenn Sie mir genaue Informationen geben wollen. Frau Fräulein Farian, dann bin ich jetzt fertig. Wir wollen Ihnen doch nur helfen, Fräulein Farian. Also dann, Wiedersehen. Ich verzichte auf Ihre Hilfe. Und auf Ihre, ehrlich gesagt, auch, Herr Körner. Sie sehen ja, wohin das führt. Ich möchte endlich mal Ruhe haben. Hier nur was. Tag, Sabine. Durch? Oh, Olaf. Schön, dass du kommst. Schön, komm rein. Tag. Guten Tag. Ich soll Grüße von Frau Spranger und Herrn Kersch bestellen. Das ist lieb. Herr Tanner, bitte gehen Sie. Ich kann nichts für Sie tun, wirklich. Gut, Fräulein Farian, wenn Sie meinen. Ich bin da nicht ganz so sicher. Glauben Sie mir, Herr Tanner, es ist besser so. Es gibt nichts zu erzählen. Ja, dann erholen Sie sich mal gut, Fräulein Farian. Oh, sind da Eisenträger drin? Nein, nur mein Werkzeug. Ich möchte nämlich die Lampenschirme montieren. Frau Spranger hat fast dieselben wiederbekommen. Das sieht doch ganz gut aus. Mhm. Das gehört alles dir. Das Konfekt ist vom Chef, der Küchenkram leihweise von Frau Spranger und die Bücher sind von mir. Ihr denkt an alles. Oh, ich habe vergessen, Sie miteinander bekannt zu machen. Olaf Pechel, mein Kollege, Herr Körner von der Polizei. Wir kennen uns. Mhm. Herr Körner war schon bei uns im Büro. Entschuldigen Sie mich bitte, es gibt noch allerhand zu tun. Tja, Herr Körner, finden Sie nicht auch, dass Sie eigentlich Ihre Wache jetzt beenden könnten? So ganz ohne männlichen Schutz bleibe ich ja nicht. Hm. Naja, aber das ist nicht so ohne weiteres möglich, Frau Faria. Ich bin schließlich für Sie verantwortlich. Wenn irgendwas passiert, den Polizeischutz kann nur der Chef abblasen. Tja, dann rufen wir ihn doch an. Gut. Ja, Körner. In Ihrer Wohnung. Ja, Chef.
Ich habe den Eindruck, sie möchte mich gern los sein. Darf ich mal? Hallo? Nein, ich brauche wirklich keinen Polizeischutz. Nein, außerdem ist ein Kollege von mir da. Ja. Ja, natürlich. Auf meine Verantwortung. Moment bitte. Ja, Chef. In Ordnung. Ja, ich schreibe sie auf. Danke. Darf ich Sie dann wenigstens bitten, eine von diesen beiden Nummern anzurufen, falls irgendetwas Sie beunruhigen sollte? Danke, Herr Körner. Sie dürfen bitte nicht glauben, dass ich persönlich was gegen Sie hätte. Sie waren sehr nett und haben mir geholfen, aber ich verstehe Sie vollkommen. Ein Helfer genügt, nicht wahr? Alles Gute. Dankeschön. Wiedersehen, Herr Pechel. Wiedersehen. Und rufen Sie an, wenn was ist. Sofort. Vielen Dank. Mach uns einen Kaffee, Olaf. Prima. Ich freue mich so, dass du da bist. Wirklich nett, dass ihr mir alle so helft. Schubak Mwalla. Fdor Tani. Sprudel. Nein, danke. Später vielleicht. So, fertig. Passt doch ganz gut. Mhm. Also, was machen wir jetzt? Schluss für heute. Übermorgen kommen erst noch mal ein paar Handwerker. Bis dahin lassen wir es gut sein. Aber ich habe mir doch extra den Abend freigehalten. Vielleicht kann ich dir das Bücherbord einrichten. Badezimmer ist sicher auch noch viel zu tun. Wer weiß, wann der Fliesenleger Zeit hat. Ich kann dir doch alles in Ordnung bringen. Sehr lieb von dir, Olaf, aber sei mir nicht böse. Ich habe Kopfschmerzen. Ich möchte früh schlafen gehen. Soll ich dir Tabletten holen? Die Apotheke hat sicher noch auf. Danke, Olaf. Ich habe welche im Haus. Wo ist denn dein Verlobter? Ich weiß es nicht. Hat er denn nicht mal angerufen? Das Telefon ist heute Nachmittag erst wieder angeschlossen worden. Ach so. Nochmals vielen Dank, Olaf. Das wäre doch selbstverständlich. Wenn du willst, komme ich morgen Abend wieder. Das ist nicht nötig. Außerdem komme ich morgen früh wieder ins Geschäft. Soll ich dich abholen? Dann brauchst du nicht auf den Bus zu warten. Nein, nein, das möchte ich nicht. Angst vor deinem Verlobten, was? Der sich nicht mal um dich kümmert. Fängst du schon wieder an? Du hast mir doch versprochen. Ja, ja, ich gehe ja schon. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die Heizung hier in Ordnung? Ja, danke. Nein, ich finde nicht. Sagen Sie, Herr Schaffner, wann ist die genaue Abfahrtszeit? Und wo müssen wir bitte umsteigen? Abfahrt in 17 Minuten und in Zürich steigen Sie bitte um. Danke. Bitte. So dumm, dass wir keinen Schlafwagen mehr bekommen haben. Ja. Ich kaufe schnell noch ein paar Zeitungen. Beeil dich aber bitte. Olaf, Olaf. Dela.
Sie ab und sprechen Sie ganz natürlich. Sabine Farian? Sabine, ich habe heute schon dreimal vergeblich versucht, bei dir anzurufen. Das Telefon war kaputt. Wo bist du? Am Bahnhof. Meine Mutter fährt mit mir in die Schweiz, an den Genfer See. Du kennst sie ja. Es ging nicht anders, Sabine. Leider. Natürlich, Jochen. Gute Reise. Und trotzdem rufe ich dich jetzt vor der Abreise nochmal an. Ich gratuliere dir zu deinem Mut und wünsche dir gute Reise. Lass doch die Ironie, Sabine. Du weißt doch Bescheid. Und eines Tages... Ja? Ich muss leider Schluss machen, Sabine. Hier wartet jemand. Ich schreibe dir. Fahrplanmäßige Abfahrt, 23:04 Uhr. Fährt in Kürze auf Gleis 12 ab. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Gouverneur. Sie lesen doch Zeitung. Das ist alles erfunden. Da haben Sie recht. Deshalb besuchen wir auch Sie heute. Warum mich? Da müssen Sie die Redaktion besuchen. Ich kann doch nichts dafür. Wirklich nicht? Wirklich bestimmt nicht. Sim Halian. Fräulein Ferian, für mich und mein Land ist das alles sehr schlimm. Sie wissen ganz genau, dass diese Explosion hier in Ihrer Wohnung nichts zu tun hat mit Autobombe in Hamburg und Autobombe in Frankfurt. Also, hören Sie auf zu lügen und sorgen Sie, dass die Zeitung aufhört zu lügen. Ich habe nicht gelogen. Ich war im Krankenhaus bis heute Mittag. Was in den Zeitungen steht, dafür kann ich nichts. Es sind Lügen. Was in Hamburg und Frankfurt getan worden ist, hat nichts zu tun mit Explosionen hier. Das ist die Wahrheit und das wissen Sie. Halas. Wir wissen nun, wer Sie sind, Fräulein Farian. Sie werden niemand von unserem Besuch erzählen. Auch nicht der Polizei. Bitte. Ich habe verstanden. Entschuldige uns bitte. Guten Morgen, Fräulein Farian. Sie wollen mich sprechen? Ja, gehen wir bitte nach dem an. Na, was gibt's denn? Ich wollte Sie gestern Abend schon anrufen. Leider ging mein Telefon nicht. Ich denke, das ist gestern repariert worden. Stimmt. Aber mein letzter Besuch gestern Abend hat mir zum Abschied die Schnur durchgeschnitten. Was war das für ein Besuch? Zwei Nordafrikaner. Ihre Nationalität weiß ich nicht. Was wollten die denn? Sie waren empört, dass man die Autobomben von Hamburg und Frankfurt mit meinem Sprengstoffpäckchen in Verbindung bringt. Und ich soll dafür sorgen, dass die Lügen in den Zeitungen darüber aufhören. Sie haben es mir zwar verboten, aber als Sie weg waren, habe ich sofort versucht, bei Ihnen anzurufen. Doch die Leitung war zerschnitten. Da ich mich auch nicht mehr aus der Wohnung getraut habe, habe ich bis heute früh gewartet. Hm. Können Sie beschreiben, wie die beiden ausgesehen haben? Mhm. Ich habe hier alles für Sie aufgeschrieben. Ausgezeichnet, fast so gut wie ein Foto. Meine Kollegen in Hamburg und Frankfurt werden sehr froh darüber sein. Sie sehen aber gar nicht sehr froh darüber aus. Ja und nein. Einerseits bin ich froh, dass diese Burschen nicht zu ihren Feinden gehören. Aber andererseits ärgere ich mich, dass wir auf der falschen Fährte waren und wieder von vorne anfangen müssen. Am besten, Sie lassen die ganze Sache ruhen. Es muss ein Irrtum gewesen sein. Ich habe keine Feinde. Sind Ihnen die Tempel von Abu Simbel ein Begriff? Ja. Ich habe sie von Kairo aus mal besucht. Warum? Wir haben den arabischen Absender auf ihrem Päckchen übersetzen lassen. Das ist weder ein Name noch eine Adresse. Es heißt, helft der UNESCO, rettet die Tempel von Abu Simbel. Können Sie sich darunter etwas vorstellen? Natürlich, das ist ganz harmlos. Das hängt mit dem neuen Aswan-Staudamm zusammen. Ganz Oberägypten wird später mal in dem riesigen Stausee ertrinken. Auch die alten nubischen Tempel, wenn man sie nicht in höhere Lagen transportiert. Dieses UNESCO-Plakat finden Sie überall in Ägypten. Merkwürdig. Was ist merkwürdig?
Mir ist, als hätte ich dieses Plakat erst vor kurzem... Da ist es ja. Ich habe es damals aus Ägypten mitgebracht. Es hat mir so gefallen. Was ist das hier für ein Raum? Er hat keine besondere Funktion. Prospektmaterial wird hier gestapelt. Und wenn jemand mal was in Ruhe schreiben will, setzt er sich hier rein. Sie haben mir schon erzählt, wie Sie den Abend vor dem Attentat verbracht haben. Haben Sie an diesem Abend mit Ihrem Verlobten oder mit dem jungen Mann aus Kairo über das Frankfurter Attentat gesprochen? Nein. Wann haben Sie selbst davon erfahren? Das war kurz vor Geschäftsschluss. Ein Kunde wollte seine Reise nach Nordafrika rückgängig machen und als Begründung legte er eine Zeitung auf den Tisch und da stand die Sache drin als Schlagzeile. Aber ich konnte den Mann beruhigen. Wer war bei diesem Gespräch zugegen? Waren noch andere Kunden da? Nein, er war der Letzte. Haben sich Ihre Kollegen an dem Gespräch beteiligt? Beteiligt nicht, aber zugehört. Anschließend haben wir noch eine Weile über das Problem diskutiert. Der Kunde hat nämlich seine Zeitung vergessen und wir haben den Artikel gelesen. Sie haben mir die Frage zwar schon mal beantwortet, aber trotzdem. Halten Sie es wirklich für ausgeschlossen, dass einer Ihrer Kollegen das Päckchen geschickt hat? Völlig ausgeschlossen. Warum sind Sie so sicher? Warum? Mein Gott, Sie haben mich alle drei sehr gern. Herr Kersch, der Geschäftsführer, ist wie ein Vater und Frau Spranger wie eine ältere Schwester und auch Olaf. Sie haben mir alle geholfen, die Wohnung wieder in Ordnung zu bringen. Frau Spranger hat mich sogar zweimal im Krankenhaus besucht. Nein, nein, da irren Sie sich. So, Herr Kersch ist also wie Ihr Vater, Frau Spranger wie eine Schwester. Und Olaf Pechel wie ein Bruder? Wie ein Bruder? Ja, das stimmt vielleicht nicht ganz. Wieso nicht? Vor zwei Jahren hat er mir meinen Heiratsantrag gemacht und ich hatte viel Mühe, ihm den Unsinn auszureden. Aber heute sind wir gute Freunde, Olaf und ich. Würden Sie mir das Plakat ein paar Tage leihen? Aber natürlich. Nicht nur derselbe Text, auch dieselbe Gruppierung der Wörter. Hm. Der Täter ist also vermutlich in dem Reisebüro zu suchen. Ein Angestellter oder ein Kunde, der versucht hat, mit diesem arabischen Absender den Verdacht von sich wegzulenken. Darauf sind wir ihm ja auch reingefallen. Außerdem muss er gewusst haben, dass Fräulein Farian längere Zeit in Nordafrika war. Man muss aber auch ein Motiv gehabt haben. Ah! Sie haben eine neue Spur? Eigentlich zu schwach, aber immerhin. Man sollte der Sache mal nachgehen. K3 Körner. Ja, lesen Sie mal vor. Ja? Danke. Zündschnuranalyse aus Wiesbaden. Es handelt sich um ein deutsches Fabrikat, das vor allem an Straßenbaufirmen geliefert wird. Aha. Es gibt da in dem Reisebüro einen jungen Mann, 20 Jahre alt. Mädchen für alles. Olaf Pechel? Mhm. Vor zwei Jahren hat er seiner Kollegin Sabine Farian einen Heiratsantrag gemacht und ist abgeblitzt. Seitdem sind sie gute Freunde, sagt sie. Ich weiß nicht. Wenn Pechel sich vor zwei Jahren bei dem Mädchen einen Korb eingehandelt hat und sich rächen wollte, warum hat er dann so lange gewartet mit dem Feuerwerk? Fräulein Farian hat sich verlobt. Und? Wissen Sie wann? Zwei Tage vor dem Attentat. Das ist allerdings... Aber nein, Chef, das glaube ich nicht. Sie hätten mal sehen müssen, wie nett der zu der Farian war, als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Wie er ihr geholfen hat, die Wohnung wieder in Ordnung zu bringen. Ich weiß, Sie sind gute Freunde. Da kann es ja genauso gut Kersch gewesen sein, weil der die Farian heimlich liebt. Oder die Spranger, weil die Kersch liebt und eifersüchtig ist. Nein, also Pechel halte ich für ganz ausgeschlossen. Die anderen beiden würde ich beobachten. Na gut, tun Sie das. Aber trotzdem fahren Sie erstmal zu Pechel und versuchen Sie etwas über seine Familienverhältnisse rauszukriegen. Er wohnt Breslauer Straße 104. Guten
Tag. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich hätte gern Herrn Olaf Pechel gesprochen. Olaf ist leider nicht zu Hause. Er arbeitet vorläufig noch im Reisebüro. Sie sind von der Stadtverwaltung, nicht wahr? Nein, nicht direkt. Mein Name ist Körner. Ich komme von der Kriminal... Herr Körner, bitte treten Sie doch ein. Danke. Ich bin Olafs Großmutter. Sie können mir alles sagen. Wollen Sie dich bitte ablegen? Ach, entschuldigen Sie vielmals, ich habe noch die Schürze an. Frau Pilbel, ich wollte Sie eigentlich gar nicht lange aufhalten. Naja, aber den Mantel müssen Sie ablegen, sonst erkälten Sie sich. Ja. Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Hat Olaf seine schriftliche Prüfung bestanden? Naja, also wenn Sie darüber nicht reden dürfen, dann... Das Prüfungsergebnis ist mir leider nicht bekannt. Bitte, treten Sie ein. Danke. Nehmen Sie Platz. Echter Pflaumenschnaps. Mein Mann trinkt jeden Abend ein Gläschen, seit 40 Jahren. Seit wir verheiratet sind. Probieren Sie. Danke. Oh, an den könnte ich mich auch gewöhnen. Danke, danke. Na, dann vielleicht ein bisschen später. Ihr Mann ist nicht zu Hause? Nein, er könnte zu Hause sein, für immer. Er ist vorige Woche 67 geworden. Aber er will ja nicht aufhören. Seine Firma kann ihn nicht entbehren. Was hat er denn für einen Beruf? Er ist Sprengmeister bei der Straßenbauunion. Manchmal kommt er Montag bis Freitag nicht nach Hause, schläft an der Baustelle in einer Wohnbaracke oder sonst wo. Das ist doch schon für junge Menschen schwer, aber er... Jedenfalls ein interessanter Beruf. Aber auch ein bisschen gefährlich, könnte ich mir vorstellen. Das Dynamit, die Zündschnüre und all das Zeug. Haben Sie da nicht manchmal ein bisschen Angst? Nein, nein. Mein Mann weiß ganz genau, wie er damit umzugehen hat. Ja, und zu Silvester braucht Olaf sich ja wohl keine Feuerwerkskörper zu kaufen. Da haben Sie richtig geraten. Zu Silvester... Und zu den Festen in unserer Laubenkolonie, da sind die beiden Selbstversorger. Das heißt, wenn es ums Feuerwerk geht. Warum will Olaf eigentlich in dem Reisebüro aufhören? Gefällt's ihm nicht mehr? Oh, gefallen schon. Aber mein Mann sagt immer, Beamter ist Beamter. Und wenn der Junge mal im Magistrat ist, ist er fürs Leben versorgt. Dann schadet's auch nichts, wenn er von unten wieder anfangen muss. Wie lange lebt Olaf schon bei Ihnen? Er war 4,5, als mein Sohn und meine Schwiegertochter ums Leben kamen. Ach. Ein Autounglück. Seitdem ist Olaf bei uns. Ein lieber Junge, der uns immer viel Freude gemacht hat. Keine Sorgen? Oh, Sorgen, ja, natürlich, aber nur solche, für die er nichts konnte. Er war als Kind sehr viel krank. Scharlach, Masern, Diphtherie, er hat nichts ausgelassen. Mit 11 hatte er eine schwere Hirnhautentzündung. Da war er ein paar Jahre sehr seltsam, wollte immer nur allein im Zimmer sein. Bücher über Bücher, ein richtiger Einzelgänger. Aber das hat sich Gottlob mit der Zeit gegeben. Liest er immer noch so viel? Lesen und basteln. Sie sollten einmal sein Zimmer sehen. Ja, das würde mich interessieren. Bitte. Kommen Sie. Hier ist sein Reich. Hier fühlt er sich am wohlsten. Ja, er hat viele Bücher. Die wünscht er sich immer und zu allen Gelegenheiten. Zu Weihnachten, zu Ostern, zu Pfingsten, zu allen Festen. Und sehen Sie da oben das Flugzeug. Das hat er auch selbst gebaut. Das hat einen richtigen kleinen Benzinmotor. Sogar fliegen kann es. Und Olaf steht unten auf der Wiese mit einem elektrischen Kasten. Den Kasten, den hat er auch selbst gebaut. Sie glauben gar nicht, wie viel Mühe er sich macht. Aber er ist ja so geschickt im Basteln. Mit dem Kasten kann er das Flugzeug steuern. Nach rechts und nach links. Sogar Saltos lässt er es machen. Ein Schiff hat er auch mal gebaut. Das hatte Kanonen, mit denen konnte er richtig schießen. Sie dürfen aber nicht glauben, dass er nur die Bastelei im Kopf hat. Er ist sehr gewissenhaft, wenn es um die Arbeit geht. Kommt er eigentlich über Mittag nach Hause? Sehr selten. Er hat auch noch nie im Geschäft gefehlt. Sie können Herrn Kersch fragen, das ist sein jetziger Chef. Darf ich noch mal eben? Ja, bitte, aber... Ist das Ihr Enkel? Ja,
Das ist sein Auto, aber ich verstehe nicht. Haben Sie Telefon? Nein, aber dort, gleich links an der nächsten Ecke, dort steht eine Zelle. Dankeschön, Frau Pichel. Ich muss jetzt leider gehen. Ja, doch. Wo ist der Chef? Am Essen, was ist denn? Und Sabine? Andi wollte sich gerade einen Tee machen. Olaf, was haben Sie denn? Was ist denn um Gottes Willen? Du hast mich bei der Polizei angeschwärzt. Du hast mich angeschwärzt, so was Gemeines. Bist du verrückt? Ich bin nicht verrückt. Du hast dem Kommissar eingeredet, dass ich dir dieses Päckchen geschickt habe. Im Gegenteil. Eben waren sie in unserer Wohnung und haben alles durchstöbert. Meine Oma ist zu Tode erschrocken. Olaf, ich schwöre dir, ich habe dem Kommissar gesagt, dass du... Schwöre lieber nicht. Komm mit zur Polizei und widerrufe, was du mir angehängt hast. Ich habe nichts zu widerrufen. Ich habe dem Kommissar gesagt, dass wir gute Freunde sind. Also habt ihr doch über mich gesprochen? Ja, er hat mich was gefragt, da muss ich doch antworten. Erst die Wohnung und jetzt? Jetzt sind sie in unserer Sommerlaube und stellen alles auf den Kopf. Der Kommissar ist auch dabei. Ich verlange von dir, dass du auf der Stelle mit mir fährst und ihm die Wahrheit sagst. Ob ich ihm die Wahrheit sagen werde, so eine Gemeinheit. Ja? MLR 464. Gut, Körner, fahren Sie jetzt zum Reisebüro Afrotour und warten Sie an der Ecke auf mich. Ich rufe inzwischen an und warne Fräulein Farian. Westermann, veranlassen Sie folgende Suchmeldung. Gesucht wird VW-Limousine, älteres Baujahr, Bordeaux-Rot, Kennzeichen MLR 464. Am Steuer der 20-jährige Olaf Pechel. Was ist mit dem Reisebüro? Besetzt? Dann versuchen Sie weiter. Ist er immer noch besetzt? Verdammt. Messermann, ich brauche sofort einen Wagen, sofort zum Hauptportal. Die werden sich wundern, alle beide. Erst brocken Sie mir den Ärger mit der Zeitung ein und jetzt auch noch das. Glaub mir, Olaf, ich habe auf Ihre Fragen immer wieder dasselbe geantwortet. Meine Kollegen sind über jeden Verdacht erhaben, auch du. Zu mir haben Sie was ganz anderes gesagt. Ah, was? Nein, nichts, bin eben erst gekommen. Ist Herr Pechel hier? Nein, der ist weggefahren, vor 10 Minuten. Weggefahren? Ja, mit Fräulein Farian. Sie wollten zu Ihnen. Sie waren beide sehr aufgeregt. Aufgeregt? Ja. Er hat gesagt, sie hätte ihn bei der Polizei angeschwärzt. Und jetzt wird bei ihm zu Hause die ganze Wohnung durchsucht, hat er gesagt. Ist sie freiwillig mitgefahren? Ja, er hat es zwar von ihr verlangt, aber sie wollte es auch selbst. Haben Sie noch keine Sabine Verbindung? Sabine war empört darüber, dass die Polizei etwas behauptet, was sie gar nicht gesagt hat. Ja, ja. Was für einen Eindruck hatten Sie von Pechel? Tja, ich weiß nicht. Ja, Körner hier. Moment, der Chef. Zentrale? Hören Sie, sofort sämtliche verfügbaren Fahrzeuge in Richtung Norden. In dem gesuchten VW LR 464. LR 464 befindet sich außerdem Fahrer Olaf Pechel, die 22-jährige Sabine Farian. Nein, ohne Blaulicht. Und ein Wagen sofort in die Wohnung von Pechel. Moment, ich gebe Ihnen Körner. Er wollte also mit ihr zur Polizei? Nein, nicht zur Polizei. Was hat Frau Farian an? Was hatte sie an? Einen braun karierten Mantel, einen braunen Rock und so ein beige Pulli hatte sie an. Ja, und dann sagte Pechel, die haben zuerst unsere ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Und jetzt sind sie draußen in unserer Sommerlaube. Da wollte er hin mit ihr. Sommerlaube, wo ist die? Tja, im Stadtrand irgendwo. Den Namen der Kolonie, den hat er manchmal genannt, wenn sie ihre Sommerfeste draußen gefeiert haben. Aber den Namen weiß ich nicht. Haben Sie einen Stadtplan? Ja, Moment bitte. Chef, es gibt mindestens 20 Laubenkolonien. Am besten fahren wir doch gleich zur Pechel, da kriegen wir bestimmt die Adresse. Ja, los. Den Stadtplan bitte. Ja. Danke, haben wir einen Wagen.
Olaf. Ja? Du hast es getan? Ja, Sabine. Ich habe das getan. Warum, Olaf, warum? Das fragst du? Ja, das frag ich. Was habe ich dir getan? Du hast mich so unglücklich gemacht. So unglücklich. Ich liebe dich. Du liebst mich und wolltest mich töten? Ich liebe dich. Und ich wollte dich töten. Und ich werde dich töten. Und es ist kein Widerspruch, Sabine, kein Widerspruch. Lies mal Penthesilea oder Othello. Die lieben sich auch über alles und töten sich trotzdem. Gut, ich werde Penthesilea und Othello lesen. Du bist ein schlaues Mädchen, Sabine. Aber du kannst es nicht mehr lesen. Dazu hast du keine Zeit mehr. Aber ich habe es ja gelesen. Für uns beide. Das genügt. Dreh dich jetzt um und steck die Lampe an. Bitte. Steck doch die Lampe an. Im Tischkasten sind die Streichhölzer. Zitterst du? Hast du Angst vor der großen Reise? Sieh mal, was ich hier habe. Sieh mal. Warum ziehst du deinen Mantel nicht aus? Zieh ihn aus. Schön siehst du aus. Wunderschön. Von außen. Hast du eine Zigarette für mich? Ja, natürlich. Bleib stehen! Ich bringe sie dir. Das muss es sein. Die Leute sollen hinten rumgehen. Ja. Die letzte Laube links. Von hinten einkreisen. Wir haben das ganze Leben noch vor uns. Das ganze Leben noch vor uns. Das ganze Leben noch vor uns.
Du hast mein Leben kaputt gemacht. Ich meine, die Zündung, sowas interessiert mich. Dich interessiert sowas auch? Natürlich, Olaf. Ich habe in der Schule fast immer in Physik eine 1 gehabt. Wir haben auch Experimente gemacht mit Schießbaumwolle, mit flüssiger Luft und auch mit Schlagstrom. Einmal hatten wir eine richtige Explosion, weil ein Junge aus der Klasse eine Säureflasche fallen gelassen hat. Genau wie unser Paket. Wenn ich es jetzt fallen lasse, ist sofort alles aus. Das macht der Aufschlagzünder. Und dann habe ich noch einen Zeitzünder eingebaut. Das ist die einfachste Methode. Siehst du die Zündschnur? Ja. Wie lang schätzt du sie? 40 Zentimeter. Sie ist genau 35 Zentimeter. Die Brenngeschwindigkeit beträgt 1 Zentimeter pro Sekunde. Also, wir haben noch genau 35 Sekunden. Nein. Nein! Nein! Durch die Tür. Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieser Zündschnur.
So, jetzt sag mal, du kannst doch vorfahren. Fahren wir noch ein Stückchen vor. Entschuldigen Sie, Sie können wirklich nicht vorfahren. Ja, bitte fahren vor. Ja, jetzt los. Kommt rein. Da ist er. Ja, schneller. Mach doch ein bisschen. Schön. Ja, mach doch ein bisschen. Wir wollen los. Los jetzt. Los. Ed. Al Mercedes Elizabeth Sayaratu. Ahegat. النور اتطفى. يلا. Die ist dabei. Gleich oben auf. Neues Bombenattentat auf einen Waffenhändler in Frankfurt. Dieselbe Methode wie in Hamburg. Die haben ihm das Ei nachts unter das Auto geschoben. Ah, der clevere Herr Parker. Hat's ihn also auch erwischt. Sie kennen ihn? Ja, vor 3 Wochen saß ich mit ihm im Flughafenrestaurant zusammen. Dann war auf der Durchreise. In der Meldung steht der Textilkaufmann Parker. Ja, er war sehr vielseitig. Angefangen hat er 49 mit Nylonstrümpfen und Penicillin. Danach Südfrüchte. Aus der Zeit stammt auch seine Vorliebe für Tarnbezeichnungen aus der Obstbranche. Ach. Granaten waren bei ihm Zitronen, Tellerminen, Zuckermelonen, Maschinenpistolen, Bananen und so weiter und so weiter. Wen hat er denn beliefert? Jeden. Bei mir kann jeder Kunde werden, der pünktlich zahlt. Ich bin ja ganz neutral, hat er gesagt. Neutralität ist meine Lebensversicherung. Ja. Mist. Das sieht man jetzt. Ich habe ihn noch gewarnt. Je mehr Kundschaft, desto mehr Todfeinde. Kommissariat 3 Körner. Ja, ist hier. Augenblick bitte. Herr Chef. Bester Mann. Ja, ich hab's gerade bekommen, Herr Kriminalrat. Frankfurt bittet um Amtshilfe, aber wenn der Mord politische Motive hat, können wir nicht viel machen. Ich würde vorschlagen, die Passkontrollen am Flughafen zu verschärfen. Auch die Überwachung der Ausländertreffpunkte, besonders Hauptbahnhof und Umgebung. Schon veranlasst, Herr Kriminalrat. Danke. Was hat dieser Mordanschlag mit Ihrer Reise nach Nordafrika zu tun? Da fragen Sie auch noch, dieser Parker, der da ermordet wurde, der hat doch hauptsächlich nach Afrika Waffen geliefert.
Sehen Sie doch, hier steht's noch geschrieben. Ja, und deshalb will ich von der Reise zurücktreten. Ich denke nicht daran, als Landsmann von Herrn Parker jetzt nach Afrika zu reisen mit Frau und Tochter. Kommt gar nicht in Frage. Herr Kröger, Sie wollen nach Tunesien. Bitte glauben Sie mir, diese Bombenanschläge haben nicht den geringsten Einfluss auf die schon traditionelle Deutschfreundlichkeit der nordafrikanischen Länder. Ich habe ein Jahr lang dort gelebt, als Vertreterin unseres Reisebüros. Mir ist nicht ein Fall bekannt, dass einem Touristen auch nur ein Haar gekrümmt wurde. Sie meinen also, ich kann mit meiner Familie ganz ruhig reisen? Ja? Ganz ruhig. Na schön. Aber ich muss es mir noch mal überlegen. Bis morgen. Geht das? Selbstverständlich, Herr Kröger. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns auf andere Länder spezialisieren. Dann geht Afrika nicht mehr. Meinen Sie wirklich? Wer hat schon Lust, im Urlaub sein Leben zu riskieren? Ja, allerdings. Davon kann doch gar keine Rede sein, Herr Kersch. Das wissen Sie vielleicht, Sabine, weil Sie lange genug drüben waren. Aber weiß das auch die Kundschaft? Herr Kersch, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich heute pünktlich... Geschenk, schwirren Sie ab, Sabine. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Olaf. Wiedersehen, Sabine. Wiedersehen. Wiedersehen. Was Ernstes? Seit vorgestern verlobt. Verlobt? Schade. Dann werden wir unser Sabinchen wohl bald los sein. So schnell geht das nicht, Herr Kersch. Verlobung ist heimlich, gegen den Willen seiner Mutter. Was denn? Sowas gibt's heute auch noch? Ein ausgewachsener Sohn, der sich was verbieten lässt? Klingt so nach Jahrhundertwende. Der Junge hat nichts vom Vater geerbt, weil seine Mutter das ganze Vermögen mit in die Ehe gebracht hat. Folglich muss der Kleine gehorchen. Solange er brav ist, erfüllt die Mama ihm jeden Wunsch. Tragisches Schicksal. Ich warte auf deine Antwort. Sei nicht kindisch, Jochen. Wie stellst du dir das vor? Na, herrlich. Wir beide zusammen im selben Haus, in derselben Wohnung. Bleib auf dem Teppich, Jochen. Jetzt schon heiraten. Deine Mutter wird in die Luft gehen. Sie hält doch nicht zu mir, das weißt du doch. So was kann sich ändern. Das hört mir sowieso auf mit deinem Reisebüro. Ich will meine Frau für mich allein haben. Wenn ich an das letzte Jahr denke, monatelang warst du weg. Casablanca, Kairo, wer weiß wo. Das kommt nicht mehr in Frage. Ich halte nichts von Studentenehen. Und von der Gnade deiner Mutter abhängen möchte ich erst recht nicht. Sag mir lieber, wo wir heute Abend tanzen. Wo du willst. Trocadero, Silberkanne, Laterne. Let's learn English by Meeks. Should he meet his friends, he can't tell them the news. Should he meet him tomorrow, he can't tell them the news. Should he meet him, he would tell them the news. Should be fog tomorrow, we shall not take the plane. Should it be foggy, we should not take the plane. Should I miss my miss, I shall come to you. You are my lesson, baby. You are my teacher, baby. Ich kann dich nicht vergessen. Oh, never, never, never. Ich need my daily lesson. I need you, baby, baby. Du bist frisch wie ein Pfeilchen. Baby, baby, baby. Put your shirt on me. You greyhound, that's me. A head like a snake, a neck like a drake, a back like a bean, a belly like a bream, a foot like a cat, a tail like a rat. Nehmen wir noch zwei? Trink du, ich pausiere. Hast du eine Zigarette für mich? Na doch, klar. Und nun, gerade angekommen aus der USA, die neueste Hit von der amerikanischen Hitparade. Saladin! Ja, Sabine. Wie kommst du denn hierher? Ich hatte Angst, dich zu sprechen, weil ich nicht wusste, ob du dich erinnerst. Aber mein Freund Ahmed, der ist Disc-Jockey hier, der sagte, ich muss. Aber natürlich. Ich werde hier studieren, Maschinenbau. Wie lange bist du schon hier? Schon über 3 Wochen, bald einen Monat. Achar, Fischer, Arba, Asabir. Schar, Fischari, Arbat, Asabi. Filasbu, Sabat, Ayam. Al-Yam, Asan, Min Al-Had. Kennst du noch dieses Sprichwort? Al-Yam, Asan, Min Al-Had. Bravo! Doppelten Whisky. Mit Soda? Pur. Das ist Jochen Zentgraf, mein Verlobter. Meine Glückwünsche. Saladin El-Amarna, ein Bekannter aus Kairo. Ohne ihn hätte ich mich im Ägyptischen Museum verlaufen. Und im Bazar und überhaupt. Ohne ihn und seine Clique wäre ich in Kairo ziemlich verloren gewesen. Du, einmal waren wir am Roten Meer baden. 16 Jungen und Mädchen in 2 Autos. Wir haben Korallenbänke abgetaucht. Du, sowas von Farben. Nochmal dasselbe. Erlauben Sie den Tanz mit Ihrer Verlobte? Wenn sie Lust hat. Hast du Lust, Sabine?
meine Melodie aus meiner Heimat, die ich mitbringe nach Deutschland. Ich spiele sie jetzt für Saladin und seine deutsche Freundin. Pause, ein Abenteuer von meinem kleinen Freund. Sagen Sie, wo ist der? Der Herr hat bezahlt und ist gegangen. Was, denn nach Hause? Ja, so sagt er. Hat er nichts für mich hinterlassen? Nein, bedauere. Du bist wütend, Sabine. Es heißt wütend, ja. Dein Verlobter, er ist nicht sehr klug, aber ich kann ihn nachfühlen. Das ist die, wie sagt man auf Deutsch, Jealousy. Eifersucht. Eifersucht. Er ist nicht klug. Er würde gut zu euch passen. Er glaubt nämlich, eine Frau ist sein Eigentum. Ich denke nicht so was, Sabine. Aber jetzt feiern wir uns auf Wiedersehen. Sei mir nicht böse, Saladin. Mir ist nicht zum Feiern zumute. Ich möchte nach Hause. Dann ein anderes Mal? Ganz sicher. Darf ich dich telefonieren? Ja, ich stehe im Telefon. Ich darf dich noch nach Hause begleiten. Nicht nötig. Wiedersehen. Einmal nach Porto. Ah, wie viel bitte? 80 Pfennig. Moment. Bitte? Besten Dank, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich hab dir doch gesagt, du... Bitte, Sabine, sag, dass du mir nicht mehr böse bist. Ich bin dir nicht mehr böse. Danke. Ich bin in Eile. Ich bring dich. Sehr gern.
gleich soweit. Ein Päckchen? Darf man fragen, von wem? Keine Ahnung. Du wirst mir doch nicht erzählen wollen, dass du ein Päckchen bekommst und weißt nicht, von wem. Ich weiß es wirklich nicht. Vermutlich dieser Zigeuner von gestern Abend. Saladin ist Ägypter. Fängst du schon wieder an? Ich habe ja nur ganz bescheiden gefragt, von wem das Päckchen ist. Wenn du es mir nicht sagen willst, auch gut. Aber dann sei wenigstens ehrlich und sage frei heraus, du willst es mir nicht sagen, anstatt zu behaupten, du weißt es nicht. Zucker, Milch. Warum nicht mit offenen Karten? Herr Gott, nochmal, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann kein Arabisch. Ach so? Jochen, es ist hoffnungslos mit dir. Was drinnen ist, weißt du natürlich auch nicht. Bin ich Hellseherin? Ja, du hast es doch schon aufgemacht. Nur halb, du kamst dazwischen. Willst du es nicht ganz aufmachen? Tu du's, ich bin nicht neugierig. Wirf es weg! Wirf es doch weg! Das ist gut, das bringt uns weiter. Wo habt ihr sie hingebracht? Städtisches Krankenhaus. Und? Beide nur leicht verletzt, aber schwerer Schock. Ja, das kann ich mir denken. Schon irgendwelche Anhaltspunkte. Arabisch? Ja. Erst Hamburg, dann Frankfurt. Und wo sind wir auch mal dran? Aber das Apartment gehört einem jungen Mädchen. Die Frankfurter Wohnung gehört auch einem jungen Mädchen. Aber das Fräulein Farian hier war bis vor kurzem in Nordafrika. Casablanca, Tunis, Kairo. Als Vertreterin eines Reisebüros. Ja, ich weiß. Afro-Tour. Jetzt bitte geht es nicht. Lassen Sie mich da mal durch. Wer ist hier? Steht hier der leitende Beamte? Mein Name ist Schmolkert. Ich bin hier der Hausmeister. Ja, bitte. Ja, gibt's denn da keine Handhabe? Wie, keine Handhabe? Die Leute im Haus reden von Waffenhandel und Racheaktion. Genau dasselbe wie gestern in Frankfurt. Die Hausverwaltung ist jedenfalls der Meinung, dass es ein Grund ist zur fristlosen Kündigung. Ich müsste natürlich nachweisen, dass das stimmt. Mit den Waffen und so. Wie lange wohnt Fräulein Farian schon hier? Über 2 Jahre. Mit Unterbrechungen natürlich. Sie war ja monatelang im Ausland. Bei diesen Leuten da. Von mir kann sie ja treiben, was sie will. Aber nicht bei mir. Nicht bei mir. Vorläufig liegt sie ja verletzt im Krankenhaus. Ja, nur leicht verletzt im Krankenhaus. Morgen ist sie vielleicht schon wieder da. Ja, sie müssen schon abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Entschuldigen Sie, wir haben zu arbeiten. Herr Smolka, darf ich? Entschuldigung, weil ich... Die Mieter sind empört und mit Recht empört. Sache. Ja, was heißt Ihre Sache? Meine Sache ist überhaupt... Ich muss dann... Ja, ja? Ja,
Ach, Moment, Moment. Moment. Können Sie schon was sagen? Hey, hier hat er hingehauen. Donner, Donner. Das hat geklappt. Der Tanner. Sind Sie auch schon wieder da? Na klar, was haben Sie denn erwartet? Waffenhandel? Keine Ahnung. Irgendwelche Parallelen zu Frankfurt? Wir wissen noch nichts. Das Mädchen war lange in Nordafrika, sagt man. Ja, für ein Reisebüro. Na, wissen Sie für welches? Afro-Tour. So, Herr Tanner, Sie müssen jetzt gehen. Ich krieg sonst Ärger mit dem Chef. Na gut, ich gehe ja schon. Aber ich rufe später noch mal an. Diese Zinsschnur muss sofort nach Wiesbaden ins Bundeskriminalamt. Wir sollen Art und Herkunft bestimmen. Und der arabische Absender? Da haben wir hier Sachverständiger. Wir sind fertig, Herr Hauptkommissar. Können wir zusammenräumen? Ja, bitte. Befragen Sie jetzt die Leute im Haus, was für Besuche das Mädchen hatte und so weiter. Ich fahre ins Krankenhaus und versuche da mein Glück. Wenn Sie ihr helfen wollen, müssen Sie mir schon den Namen sagen. Den habe ich vergessen. Ich weiß nur noch den Vornamen. Ja? Saladin. Können Sie ihn beschreiben? Schwarzhaarig, schlank, ungefähr mein Alter. Größe etwa 1,80. Und die Begegnung war gestern Abend in der Silberkanne? Ja, an der Bar. Erinnern Sie sich, worüber die beiden gesprochen haben? Nein. Sie haben meist Arabisch gesprochen. Dann haben Sie ja getanzt. Ich bin da vorher weggegangen. Herr Kommissar, bitte. Nach meiner Uhr sind bereits 12 und eine halbe Minute um. Oh, pardon. Wir sind doch gerade fertig. Ich möchte nur betonen, mein Sohn ist da nur durch unglückselige Umstände mit hineingeraten. Der hat mit dieser Sache nicht das Mindeste zu tun. Sobald er hier entlassen wird, reist er mit mir in die Schweiz. Aber er braucht dringend Ruhe. Sie sind doch volljährig, Herr Zentgraf, nicht wahr? Ja. Natürlich. Bevor Sie abreisen, rufen Sie mich bitte an und geben Sie mir Ihre Schweizer Adresse. Gute Erholung. Mein armer Junge. Ja, ich dachte eigentlich eher in Zentralafrika. Nein, 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 wissen Sie, ich würde Ihnen einen Vorschlag machen. Wenn Sie Museen sehen wollen, dann... Ja, wissen Sie, ich muss... Guten Tag, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern Fräulein Farian. Sie wollten ganz schön. Tut mir leid, sie ist nicht da. Wissen Sie, wann sie kommt? Tja, sie sollte eigentlich schon hier sein. Ihr Dienst beginnt um 10. Ich weiß auch nicht. 10:30 durch. Kann ich Ihnen nicht auch behilflich sein? Vielen Dank. Es geht um meine Adresse. Gemeinsame Bekannte. Sie war doch drüben in Nordafrika. Ja. Längere Zeit? 11 Monate insgesamt. 3 in Casablanca, 3 in Tunis und in Kairo. Was? 11. Wie geht es ihr denn? Ja. Ja, ja, danke. Vielen Dank, Schwester. Sabine liegt im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ja. Sprengstoffattentat. Heute Morgen in ihrer Wohnung. Mein Gott. Ist es schlimm? Nur leicht verletzt, aber schwerer Schock. Die Wohnung völlig demoliert. Aber warum denn? Mein Gott, gestern haben wir noch von dieser Bombe in Frankfurt gesprochen. Wie sie den ängstlichen Kunden hier beruhigt hat, wissen Sie? Hm. Jetzt ist sie selber? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Sagen Sie, hat Fräulein Farian eigentlich noch Verbindungen nach drüben? Was denn für Verbindungen? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ja, ich meine Korrespondenz oder Anrufe oder arabische Besucher. Wie kommen Sie auf so etwas? Wer sind Sie eigentlich? Entschuldigen Sie bitte vielmals. Tanner ist mein Name, Nachrichtenkurier. Hier ist mein Presseausweis. Meine Zeitung ist natürlich daran interessiert, so rasch als möglich den Kreis der Täter... Das sind mir ja feine Methoden, das muss ich schon sagen. Sie wissen natürlich längst, was passiert ist. Sie kommen einfach hier rein und tun so, als ob... Nein, ich gebe keine weiteren Auskünfte über meine Kollegin. Sie sind auf dem Holzweg, junger Mann. Fräulein Farian hat mit solchen Geschichten nichts zu tun. Bitte schreiben Sie das in Ihrem Blatt. Mehr können wir Ihnen leider nicht sagen. Bedanke mich. Das kann doch nicht wahr sein. Das war sicher so eine Explosion im Haushalt. Kommt ja öfters vor. Vielleicht hat sie irgendwas gereinigt mit Benzin. Die Schwester sagt, ein Attentat. Ach, wer sollte denn unsere Sabine? Tja, man kann in keinen Menschen hineinschauen. Außerdem kann man gefährliche Kontakte auch knüpfen, ohne es zu wissen. Ausgeschlossen. Sabine ist ja kein Schaf. Olaf, geh damit zum Konsulat, bevor Sie Mittagspause machen. Wir brauchen die Visa bis Freitag. Thank you.
Tag, Fräulein Farian. Westermann, Kriminalpolizei. In Ihrem eigenen Interesse muss ich ein paar Fragen stellen. Wenn es Sie anstrengt, gleich sagen, ja? Haben Sie einen Verdacht, wer das Päckchen geschickt haben könnte? Nein. Wer ist Saladin? Ein netter, harmloser Junge. Saladin El Amarna. Sein Vater ist bei der Stadtverwaltung in Kairo. Er studiert bei uns Maschinenbau. Haben Sie in Kairo oder überhaupt in Nordafrika mal Leute kennengelernt, die mit Waffenhandel zu tun hatten? Nie. Fräulein Farian, bitte verschweigen Sie mir nichts. Das wäre jetzt lebensgefährlich für Sie. Ein missglückter Anschlag fordert geradezu einen neuen heraus. Ich kann wirklich nichts sagen. Es muss ein Irrtum gewesen sein. Eine Verwechslung. Ich habe hier eine Liste von Leuten, die mit Waffen gehandelt haben. Kennen Sie einen davon? Nein. Sind Sie die 11 Monate ununterbrochen in Afrika gewesen oder sind Sie zwischendurch mal nach Hause geflogen? Ein paar Mal. Haben Sie da mal etwas mitgenommen für jemand? Briefe, Päckchen, Kunstgegenstände? Naja, es ist genug für heute. Wenn Ihnen irgendetwas einfällt, dann soll die Schwester meinem Beamten draußen Bescheid sagen. Was für ein Beamten? Sie stehen jetzt unter polizeilichem Schutz. Sie können beruhigt schlafen. Also wirklich, ich kann Ihnen überhaupt nichts sagen. Sie wollen Ihrer Kollegin doch helfen. Ja, natürlich. Das können Sie am besten tun, indem Sie mir alles sagen, was Sie über Fräulein Farian wissen. Das ist Ihre Meinung, aber ob die Polizei auch so denkt? Genau so, verlassen Sie sich drauf. Und Sie dürfen eines nicht vergessen. Zeitungen können manches aussprechen, worüber die Polizei schweigen muss. Behördendisziplin. Da drüben ist noch ein Platz. Und noch eins. Die meisten großen Kapitalverbrechen der Nachkriegszeit konnten nur durch die Mitarbeit der Presse und der Bevölkerung aufgeklärt werden. Immerhin, der Anschlag ist missglückt. Sie ist nur verletzt. Die Täter können doch morgen wiederkommen. Zwei helle und zwei klare. Man muss sie rechtzeitig bloßstellen und abschrecken. Und das kann nur eine Zeitung. Sie gestatten? Schön. Also gut. Was wollen Sie hören? Viel weiß ich ja nicht, aber wenn ich Sabine damit helfen kann... Wie lange kennen Sie sie? 2 Jahre und 4 Monate, seit sie bei Afrotour ist. Wann ist sie nach Afrika gegangen? Das war ungefähr kurz nach ihrem Eintritt in die Firma. Hat die Firma sie hingeschickt oder hat sie darum gebeten? Teils, teils. Was heißt das? Na, jedenfalls ist sie sehr gern gefahren. Sprachen, fremde Länder, das sind nämlich ihre Hobbys. Bitte sehr. 2 helle. 2 klare. Wohl bekommst du, Herrn? Wohl sein. Wohl sein? Oberzahlen. Ich komme. Wann ist sie denn aus Afrika zurückgekommen? Es war ungefähr kurz vor Weihnachten. Hat sie später noch Post gekriegt? Davon weiß ich nichts. Wenn sie im Geschäft telefoniert, weiß man da immer, mit wem sie spricht? Meistens ja. Sie spricht aber auch manchmal Englisch am Telefon oder Spanisch. Sie hat ja viele Freunde hier, Studenten aus der Universität und auch Ausländer, aber... Was aber? Ich verwette mein Auto, dass Sabine mit Waffenhandel und so nichts zu tun hat. Jedenfalls nicht mit Absicht und nicht freiwillig. Mein Chef sagt das auch. Ihr Chef ist also der Meinung, dass Fräulein Farian unbewusste Kontakte zu Waffenhändlern haben könnte? So habe ich das nicht gesagt. Da müssen Sie Herrn Kersch selber fragen. Ich muss jetzt die Reisepässe zum Konsulat bringen. Ich habe keine Zeit mehr. Schönen Dank, Herr Pell. Wenn Sie über die Sache schreiben, ich möchte nicht, dass mein Name dabei erwähnt wird. Keine Sorge. Alles streng vertraulich. Informanten sind uns heilig. Bitte. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Hat's geschmeckt? Ja. Auf Wiedersehen. Was macht das? 2,40 bitte. Stimmt so. Dankeschön. Wo kann ich mal telefonieren? An der Theke. Darf ich mal telefonieren? Ja, da. Ja, grüß dich, Uschi. Tanner hier. Nee, schnell den Schiff vom Dienst, es brennt. Schweinebraten, bitte. Schweinebraten. Ja, Tanner hier, haben Sie die Spätausgabe schon zugemacht? 2 Helle. Aber in der Sache bin ich doch dran, Herr Koch, ein Knaller. In der Wohnung war ich schon. 2 Helle. In Ihrer Firma auch. Geben Sie mal schnell die Müllerin, ich gebe schon mal die Stichworte. 2 mal Kalbsbraten. Ja, grüß dich, Tanner hier. Fertig? Moment, Sprengstoffanschlag in der Birkheimer Straße.
Höllenmaschine per Postpäckchen. Wie? Explosion um 9.45 Uhr im Appartement der 22-jährigen Sabine F. Angestellte im Reisebüro Afro-Tour. Spezialvermittlung Nordafrika, Nahost. Sie war ein Jahr in Casablanca, Kairo, Tunis. Beruf. Was? Zweimal Kalbsbraten. Hör doch zu. Casablanca, Kairo, Tunis. Beruflich. Hat dort vermutlich Kontakte zu Waffenhändlern geknüpft. Ob gewollt oder ungewollt, steht noch nicht fest. Die Wohnung ist stark zerstört. Mädchen hat aber nur leichte Verletzungen, aber schwerer Schock. Zweimal, liebe Knöbel. Nein, nur leichte Verletzungen. Gilt ebenso für deutschen Besucher, der bei ihr war. Kaum Zweifel, dass Anschlag zur Bombenserie Hamburg, Genf, Frankfurt gehört. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie geht's ihr denn? Täglich besser. Sie kommt morgen oder übermorgen aus dem Krankenhaus. Das wird ja auch die höchste Zeit. Schöne Grüße soll ich ausrichten. Danke. Was steht denn heute in der Zeitung? Man könnte meinen, unser Sabinchen steht mitten im internationalen Waffenhandel. Danke, Olaf. Bitte. Und kennt alle Querverbindungen. Hier, bitteschön. Danke. Zwar keine Beweise, aber alles deutet darauf hin. Für die Polizei sicher eine Quelle wertvoller Informationen. Sie hat mir übrigens ihre Wohnungsschlüssel gegeben. Ich will heute nach Geschäftsschluss mal ein bisschen bei ihr aufräumen. Na, wenigstens das Gröbste. Damit sie schlafen und kochen kann, wenn sie aus dem Krankenhaus kommt. Da helfe ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Olaf. Ich würde an Ihrer Stelle erst mal die Kripo anrufen, ob die Wohnung nicht noch versiegelt ist. Ihr Freund Tanner übertrifft sich heute selber. Er hat zu viel Fantasie. Macht diesmal nichts. Je mehr Wirbel in der Presse, desto vorsichtiger werden unsere Bombenleger sein. Da haben wir vielleicht eine Atempause. Ja. Stellen Sie durch. Westermann, was kann ich für Sie tun, Frau Spranger? Nein, Sie können schon aufräumen. Die Wohnung ist nicht mehr versiegelt. Sind sogar schon Handwerker drin seit heute Morgen. Nein, keine Maler, Klempner und Glaser. Bitte, bitte, gern geschehen. Nette Kollegen hat sie ja. Von Ihrem Hausmeister kann man das weniger behaupten. Er hat heute schon wieder nachgefragt, ob seine Mieterin nicht doch mit Waffen handelt. Ja? Gibt's was? Danke, Fräulein Grosser. Bitte. Professor Karl Grevenich, Dozent für Orientalistik. Das ist die Antwort auf unsere Anfrage. Wissen Sie, wie der Absender heißt? Helft der UNESCO, rettet die Tempel von Abu Simbel. Wirklich? Hier. Vielleicht ist Abu Simbel eine Tarnbezeichnung für irgendeine Organisation. Abu Simbel als Tarnbezeichnung? Das habe ich allerdings noch nicht gehört. Aber erkundigen Sie mal. Ja, am Apparat. Also morgen. Ich danke Ihnen, Schwester. Fräulein Farian wird morgen entlassen. Ich möchte, dass Sie zunächst selbst Ihren Schutz übernehmen. Lassen Sie mich lieber gehen. Ist Fräulein Farian jetzt da? Ich muss Sie dringend sprechen. Anschluss in Ordnung. Ja, bitte kommen Sie rein, Herr Bauer. Gehen Sie durch. Hören Sie mal, ich will Sie ja nur kurz. Nein, ich will Sie wirklich ganz kurz sprechen. Aber es ist sehr dringend, wissen Sie. Warten Sie doch ein bisschen, Herr Schmolke. Jetzt ist sie gerade vor 3 Stunden zurückgekommen. Guten Tag, Herr Schmolke. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich sollte mit Ihnen sprechen. Man hat mich schon 3-mal angerufen, aber ich habe ihr gleich gesagt, dass man Ihnen das nicht zumuten kann. Was? Die Hausverwaltung, also Herr Maschner, die haben gesagt, weil die Kielmanns aus dem 3. Stock sich beschwert haben. Wegen der Sicherheit des Hauses. Also Herr Maschner hat gestern erst mit uns gesprochen und wir haben ihm erklärt, dass es keinerlei Anhaltspunkte gibt, die darauf hinweisen, dass Fräulein Faria... Aber Herr Kielmann hat mich vorhin noch ganz freundlich gegrüßt. Ich verstehe das gar nicht. Ja, ja, es tut ihm auch sehr leid, was ihm da passiert ist. Aber was in den Zeitungen steht, im Nachrichtenkurier. Und Herr Maschner und Herr Kielmann, die meinen das auch. Das stimmt doch wohl auch. Das Radio soll es ja auch durchgegeben haben. Ich bin heute erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Was in den Zeitungen steht, dafür kann ich doch nichts. Aber Sie waren doch in Afrika.
Das stimmt doch, das weiß doch jeder. Sie haben uns doch noch diesen Kupferkessel mitgebracht. Ja, aber ich... Fräulein Farian muss sich jetzt erst mal ein bisschen erholen. Dafür werden Sie ja wohl Verständnis haben, Herr Schmolker. Wenn es ihr besser geht, wird sie sich schon mit Herrn Marschner in Verbindung setzen. Möglichst bald, wenn ich bitten darf. Herr Schmolker, Sie können mit mir doch nicht machen, was Sie wollen. Hallo? Hallo? Ja? Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, ob Fräulein Farian schon da ist? Da können Sie jetzt nicht hin, das ist ausgeschlossen. Presse, ich bin von der Presse. Ach so, Presse. Ja, die ist da, dann kommen Sie mal rauf. Zwei, dritte Tür links. Ja, ja, danke, ich weiß Bescheid. Das ist mein Name, Nachrichtenkurier. Frau Farian? Tanner? Haben Sie den Artikel über mich geschrieben? Ja, das war ich. Und ich habe noch ein paar Fragen an Sie, wenn Sie gestatten. Wissen Sie überhaupt, was Sie da geschrieben haben? Woher haben Sie das? Davon stimmt kein Wort. Aber Frau Farian, ich habe nur das geschrieben, was ich exakt recherchieren konnte. Exakt. Ich möchte wissen, wer Ihnen das erzählt hat. Ich werde mich bei Ihrem Herausgeber beschweren und die Sache einem Rechtsanwalt übergeben. Bauer 24068, ja. Ja. Anschluss Farian, ja. Ja, ist in Ordnung, ja. Wir sind nun mal von großem öffentlichen Eins, Interesse. Zwei, drei, vier, ja, gut, ja. In meinem Artikel steht ganz klar und deutlich. Bauer 24068, ja. Ja. Ah, das ist gut, dann gehe ich jetzt zur Sedanstraße. Und er behauptet, Fräulein Farian, sie hat mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Ja. Herr Tanner, Sie sind lange genug Kriminalreporter. Sie können sich ja wohl ausrechnen, warum ich hier bin. Was heißt ausrechnen? Wenn Sie mir genaue Informationen geben, Frau von Farian, dann bin ich jetzt fertig. Wir wollen Ihnen doch nur helfen, Frau von Farian. Also dann, Wiedersehen. Ich verzichte auf Ihre Hilfe. Und auf Ihre, ehrlich gesagt, auch, Herr Körner. Sie sehen ja, wohin das führt. Ich möchte endlich mal Ruhe haben. Hier nur was. Tag, Sabine. Durch? Oh, Olaf. Schön, dass du kommst. Schön, komm rein. Tag. Guten Tag. Ich soll Grüße von Frau Spranger und Herrn Kersch bestellen. Das ist lieb. Herr Körner, bitte gehen Sie. Ich kann nichts für Sie tun, wirklich. Gut, Fräulein Farian, wenn Sie meinen. Ich bin da nicht ganz so sicher. Glauben Sie mir, Herr Tanner, es ist besser so. Es gibt nichts zu erzählen. Ja, dann erholen Sie sich mal gut, Fräulein Farian. Oh, sind da Eisenträger drin? Nein, nur mein Werkzeug. Ich möchte nämlich die Lampenschirme montieren. Frau Spranger hat fast dieselben wiederbekommen. Sieht doch ganz gut aus. Mhm. Das gehört alles dir. Das Konfekt ist vom Chef, der Küchenkram leihweise von Frau Spranger und... Die Bücher sind von mir. Ihr denkt an alles. Oh, ich habe vergessen, Sie miteinander bekannt zu machen. Olaf Fechel, mein Kollege, Herr Körner von der Polizei. Wir kennen uns. Mhm. Herr Körner war schon bei uns im Büro. Entschuldigen Sie mich bitte, es gibt noch allerhand zu tun. Tja, Herr Körner, finden Sie nicht auch, dass Sie eigentlich Ihre Wache jetzt beenden könnten? So ganz ohne männlichen Schutz bleibe ich ja nicht. Hm. Naja, aber das ist nicht so ohne weiteres möglich, Frau Farian. Ich bin schließlich für Sie verantwortlich. Wenn irgendwas passiert, den Polizeischutz kann nur der Chef abblasen. Ja, dann rufen wir ihn doch an. Gut. Ja, Körner. In Ihrer Wohnung. Ja, Chef. Ich habe den Eindruck, Sie möchte mich gern los sein. Darf ich mal? Hallo? Nein, ich brauche wirklich keinen Polizeischutz. Nein, außerdem ist ein Kollege von mir da. Ja. Ja, natürlich. Auf meine Verantwortung. Moment bitte. Ja, Chef. In Ordnung. Ja, ich schreibe es dir auf. Danke. Darf ich Sie dann wenigstens bitten, eine von diesen beiden Nummern anzurufen, falls irgendetwas Sie beunruhigen sollte? Danke, Herr Körner. Sie dürfen bitte nicht glauben, dass ich persönlich was gegen Sie hätte. Sie waren sehr nett und haben mir geholfen, aber ich verstehe Sie vollkommen. Ein Helfer genügt, nicht wahr? Alles Gute. Dankeschön. Wiedersehen, Herr Pechel. Wiedersehen. Und rufen Sie an, wenn was ist. Sofort. Vielen Dank. Ich mache uns einen Kaffee, Olaf. Prima. Ich freue mich so, dass du da bist. Wirklich nett, dass ihr mir alle so helft.
voilà. Dorten. Möchtest du lieber noch einen Kaffee oder einen Sprudel? Nein, danke. Später vielleicht. So, fertig. Passt doch ganz gut. Mhm. Also, was machen wir jetzt? Schluss für heute. Übermorgen kommen erst noch mal ein paar Handwerker. Bis dahin lassen wir es gut sein. Aber ich habe mir doch extra den Abend freigehalten. Vielleicht kann ich dir das Bücherbord einrichten. Badezimmer ist sicher auch noch viel zu tun. Wer weiß, wann der Fliesenleger Zeit hat. Ich kann dir doch alles in Ordnung bringen. Sehr lieb von dir, Olaf, aber sei mir nicht böse. Ich habe Kopfschmerzen. Ich möchte früh schlafen gehen. Soll ich dir Tabletten holen? Die Apotheke hat sicher noch auf. Danke, Olaf. Ich habe welche im Haus. Wo ist denn dein Verlobter? Ich weiß es nicht. Hat er denn nicht mal angerufen? Das Telefon ist heute Nachmittag erst wieder angeschlossen worden. Ach so. Nochmals vielen Dank, Olaf. Das wäre doch selbstverständlich. Wenn du willst, komme ich morgen Abend wieder. Das ist nicht nötig. Außerdem komme ich morgen früh wieder ins Geschäft. Soll ich dich abholen? Dann brauchst du nicht auf den Bus zu warten. Nein, nein, das möchte ich nicht. Angst vor deinen Verlobten, was? Der sich nicht mal um dich kümmert. Fängst du schon wieder an? Du hast mir doch versprochen. Ja, ja, ich gehe ja schon. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ist die Heizung hier in Ordnung? Ja, danke. Nein, ich finde nicht. Sagen Sie, Herr Schaffner, wann ist die genaue Abfahrtszeit? Und wo müssen wir bitte umsteigen? Abfahrt in 17 Minuten und in Zürich steigen Sie bitte um. Nein. Bitte. So dumm, dass wir keinen Schlafwagen mehr bekommen haben. Ich kaufe schnell noch ein paar Zeitungen. Beeil dich aber bitte. Olaf, Olaf. Dalla. Nehmen Sie ab und sprechen Sie ganz natürlich. Sabine Farian? Sabine, ich habe heute schon dreimal vergeblich versucht, bei dir anzurufen. Das Telefon war kaputt. Wo bist du? Am Bahnhof. Meine Mutter fährt mit mir in die Schweiz, an den Genfer See. Du kennst sie ja. Es ging nicht anders, Sabine. Leider. Natürlich, Jochen. Gute Reise. Und trotzdem rufe ich dich jetzt vor der Abreise nochmal an. Ich gratuliere dir zu deinem Mut und wünsche dir gute Reise. Lass doch die Ironie, Sabine. Du weißt doch Bescheid. Und eines Tages... Ja? Ich muss leider Schluss machen, Sabine. Hier wartet jemand. Ich schreibe dir. Fahrplanmäßige Abfahrt, 23.04 Uhr. Fährt in Kürze auf Gleis 12 ab. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Gourner. Sie lesen doch Zeitung. Das ist alles erfunden. Da haben Sie recht. Deshalb besuchen wir auch Sie heute.
Warum mich? Da müssen Sie die Redaktion besuchen. Ich kann doch nichts dafür. Wirklich nicht? Wirklich bestimmt nicht. Simhalian. Fräulein Ferian, für mich und mein Land ist das alles sehr schlimm. Sie wissen ganz genau, dass diese Explosion hier in Ihrer... Ungefähr mein Alter. Größe etwa 1,80. Und die Begegnung war gestern Abend in der Silberkanne? Ja, an der Bar. Erinnern Sie sich, worüber die beiden gesprochen haben? Nein. Sie haben meist Arabisch gesprochen. Dann haben Sie ja getanzt. Ich bin da vorher weggegangen. Herr Kommissar, bitte. Nach meiner Uhr sind bereits 12 und eine halbe Minute um. Oh, pardon. Wir sind doch gerade fertig. Ich möchte nur betonen, mein Sohn ist da nur durch unglückselige Umstände mit hineingeraten. Der hat mit dieser Sache nicht das Mindeste zu tun. Sobald er hier entlassen wird, reist er mit mir in die Schweiz. Aber er braucht dringend Ruhe. Sie sind doch volljährig, Herr Zentgraf, nicht wahr? Ja. Natürlich. Bevor Sie abreisen, rufen Sie mich bitte an und geben Sie mir Ihre Schweizer Adresse. Gute Erholung. Oh, mein armer Junge. Ja, ich dachte eigentlich eher an Zentralafrika. Nein, nein, nein. Wissen Sie, ich würde Ihnen einen Vorschlag machen. Wenn Sie Museen sehen wollen, dann... Ja, wissen Sie, guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern Fräulein Farian. Sie wollten ganz schön. Tut mir leid, sie ist nicht da. Wissen Sie, wann sie kommt? Tja, sie sollte eigentlich schon hier sein. Ihr Dienst beginnt um 10. Ich weiß auch nicht. Halb elf durch. Kann ich Ihnen nicht auch behilflich sein? Vielen Dank. Es geht um meine Adresse. Gemeinsame Bekannte. Sie war doch drüben in Nordafrika. Ja. Längere Zeit? 11 Monate insgesamt. 3 in Casablanca, 3 in Tunis und in Kairo. Was? 11. Wie geht es ihr denn? Ja. Ja, ja, danke. Vielen Dank, Schwester. Sabine liegt im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ja. Sprengstoffattentat. Heute Morgen in ihrer Wohnung. Mein Gott. Ist es schlimm? Nur leicht verletzt, aber schwerer Schock. Die Wohnung völlig demoliert. Aber warum denn? Mein Gott, gestern haben wir noch von dieser Bombe in Frankfurt gesprochen. Wie sie den ängstlichen Kunden hier beruhigt hat, wissen Sie? Hm. Jetzt ist sie selber? Das verstehe ich nicht. Hm, verstehe ich auch nicht. Sagen Sie, hat Fräulein Farian eigentlich noch Verbindungen nach drüben? Was denn für Verbindungen? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ja, ich meine Korrespondenz oder Anrufe oder arabische Besucher. Wie kommen Sie auf so etwas? Wer sind Sie eigentlich? Entschuldigen Sie bitte vielmals. Tanner ist mein Name, Nachrichtenkurier. Hier ist mein Presseausweis. Meine Zeitung ist natürlich daran interessiert, so rasch als möglich den Kreis der Täter... Das sind mir ja feine Methoden, das muss ich schon sagen. Sie wissen natürlich längst, was passiert ist. Sie kommen einfach hier herein und tun so, als ob... Nein, ich gebe keine weiteren Auskünfte über meine Kollegin. Sie sind auf dem Holzweg, junger Mann. Fräulein Farian hat mit solchen Geschichten nichts zu tun. Bitte schreiben Sie das in Ihrem Blatt. Mehr können wir Ihnen leider nicht sagen. Bedanke mich. Das kann doch nicht wahr sein. Das war sicher so eine Explosion im Haushalt. Kommt ja öfters vor. Vielleicht hat sie irgendwas gereinigt mit Benzin. Die Schwester sagt, ein Attentat. Ach, wer sollte denn unsere Sabine? Tja, man kann in keinen Menschen hineinschauen. Außerdem kann man gefährliche Kontakte auch knüpfen, ohne es zu wissen. Ausgeschlossen. Sabine ist ja kein Schaf. Olaf, geh damit zum Konsulat, bevor Sie Mittagspause machen. Wir brauchen die Visa bis Freitag. Westermann, Kriminalpolizei. In Ihrem eigenen Interesse muss ich ein paar Fragen stellen. Wenn es Sie anstrengt, gleich sagen, ja? Haben Sie einen Verdacht, wer das Päckchen geschickt haben könnte? Nein. Wer ist Saladin? Ein netter, harmloser Junge. Saladin El Amarna. Sein Vater ist bei der Stadtverwaltung in Kairo. Er studiert bei uns Maschinenbau. Haben Sie in Kairo oder überhaupt in Nordafrika mal Leute kennengelernt, die mit Waffenhandel zu tun hatten? Nie. Fräulein Farian, bitte verschweigen Sie mir nichts. Das wäre jetzt lebensgefährlich für Sie.
Ein missglückter Anschlag fordert geradezu einen neuen heraus. Ich kann wirklich nichts sagen. Es muss ein Irrtum gewesen sein. Eine Verwechslung. Ich habe hier eine Liste von Leuten, die mit Waffen gehandelt haben. Kennen Sie einen davon? Nein. Sind Sie die 11 Monate ununterbrochen in Afrika gewesen oder sind Sie zwischendurch mal nach Hause geflogen? Ein paar Mal. Haben Sie da mal etwas mitgenommen für jemand? Briefe, Päckchen, Kunstgegenstände? Naja, es ist genug für heute. Wenn Ihnen irgendetwas einfällt, dann soll die Schwester meinem Beamten draußen Bescheid sagen. Was für ein Beamten? Sie stehen jetzt unter polizeilichem Schutz. Sie können beruhigt schlafen. Also wirklich, ich kann Ihnen überhaupt nichts sagen. Sie wollen Ihrer Kollegin doch helfen. Ja, natürlich. Das können Sie am besten tun, indem Sie mir alles sagen, was Sie über Fräulein Farian wissen. Das ist Ihre Meinung, aber ob die Polizei auch so denkt? Genau so, verlassen Sie sich drauf. Und Sie dürfen eines nicht vergessen. Zeitungen können manches aussprechen, worüber die Polizei schweigen muss. Behördendisziplin. Da drüben ist noch ein Platz. Und noch eins. Die meisten großen Kapitalverbrechen der Nachkriegszeit konnten nur durch die Mitarbeit der Presse und der Bevölkerung aufgeklärt werden. Immerhin, der Anschlag ist missglückt. Sie ist nur verletzt. Die Täter können doch morgen wiederkommen. 2 helle und 2 klare. Man muss sie rechtzeitig bloßstellen und abschrecken. Und das kann nur eine Zeitung. Sie gestatten? Schön. Also gut. Was wollen Sie hören? Viel weiß ich ja nicht. Aber wenn ich Sabine damit helfen kann... Wie lange kennen Sie sie? 2 Jahre und 4 Monate, seit sie bei Afrotour ist. Wann ist sie nach Afrika gegangen? Das war ungefähr kurz nach ihrem Eintritt in die Firma. Hat die Firma sie hingeschickt oder hat sie darum gebeten? Teils, teils. Was heißt das? Na, jedenfalls ist sie sehr gern gefahren. Sprachen, fremde Länder, das sind nämlich ihre Hobbys. Bitte sehr. 2 helle. 2 klare. Wohl bekommst du, Herrn? Wohl sein. Oberzahlen. Ich komme. Wann ist sie denn aus Afrika zurückgekommen? Es war ungefähr kurz vor Weihnachten. Hat sie später noch Post gekriegt? Davon weiß ich nichts. Wenn sie im Geschäft telefoniert, weiß man da immer, mit wem sie spricht? Meistens ja. Sie spricht aber auch manchmal Englisch am Telefon oder Spanisch. Sie hat ja viele Freunde hier, Studenten aus der Universität und auch Ausländer, aber... Was aber? Ich verwette mein Auto, dass Sabine mit Waffenhandel und so nichts zu tun hat. Jedenfalls nicht mit Absicht und nicht freiwillig. Mein Chef sagt es auch. Ihr Chef ist also der Meinung, dass Fräulein Farian unbewusste Kontakte zu Waffenhändlern haben könnte? So habe ich das nicht gesagt. Da müssen Sie Herrn Kersch selber fragen. Ich muss jetzt die Reisepässe zum Konsulat bringen. Ich habe keine Zeit mehr. Schönen Dank, Herr Pech. Wenn Sie über die Sache schreiben, ich möchte nicht, dass mein Name dabei erwähnt wird. Keine Sorge. Alles streng vertraulich. Informanten sind uns heilig. Bitte. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke schön. Hat's geschmeckt? Ja. Auf Wiedersehen. Was macht das? 2,40 bitte. Stimmt so. Dankeschön. Wo kann ich mal telefonieren? An der Theke. Darf ich mal telefonieren? Ja, da. Ja, grüß dich, Uschi. Tanner hier. Nee, schnell den Chef vom Dienst, es brennt. Schweinebraten, bitte. Schweinebraten. Ja, Tanner hier. Haben Sie die Spätausgabe schon zugemacht? 2 Helle. Aber in der Sache bin ich da dran, Herr Koch, ein Knaller. In der Wohnung war ich schon. 2 Gulasch. In Ihrer Firma auch. Geben Sie mal schnell den Müllerin, ich gebe schon mal die Stichworte. 2 mal Kalbsbraten. Ja, grüß dich, Tanner hier. Fertig? Moment, Sprengstoffanschlag in der Birkheimer Straße. Höllenmaschine per Postpäckchen. Wie viel? Explosion um 9.45 Uhr im Appartement der 22-jährigen Sabine F. Angestellte im Reisebüro Afrotour. Spezialvermittlung Nordafrika, Nahost. Sie war ein Jahr in Casablanca, Kairo, Tunis. Beruf. Was? 2 mal Kalbsbraten. Hör doch zu. Casablanca, Kairo, Tunis. Beruflich. Hat dort vermutlich Kontakte zu Waffenhändlern geknüpft. Ob gewollt oder ungewollt, steht noch nicht fest. Die Wohnung ist stark zerstört. Mädchen hat aber nur leichte Verletzungen, aber schwerer Schock.
Zweimal, ja? Liebe Knüll. Nein, nein, nur leichte vergessen. Verletzung. Gilt ebenso für deutschen Besucher, der bei ihr war. Kaum Zweifel, dass Anschlag zur Bombenserie Hamburg gegen Frankfurt gehört. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie geht's ihr denn? Täglich besser. Sie kommt morgen oder übermorgen aus dem Krankenhaus. Das wird ja auch die höchste Zeit. Schöne Grüße soll ich ausrichten. Danke. Was steht denn heute in der Zeitung? Man könnte meinen, unser Sabinchen steht mitten im internationalen Waffenhandel. Danke, Olaf. Bitte. Und kennt alle Querverbindungen. Hier, bitteschön. Danke. Zwar keine Beweise, aber alles deutet darauf hin. Für die Polizei sicher eine Quelle wertvoller Informationen. Sie hat mir übrigens ihre Wohnungsschlüssel gegeben. Ich will heute nach Geschäftsschluss mal ein bisschen bei ihr aufräumen. Wenigstens das Gröbste. Damit sie schlafen und kochen kann, wenn sie aus dem Krankenhaus kommt. Da helfe ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Olaf. Ich würde an Ihrer Stelle erstmal die Kripo anrufen, ob die Wohnung nicht noch versiegelt ist. Ihr Freund Tanner übertrifft sich heute selber. Er hat zu viel Fantasie. Macht diesmal nichts. Je mehr Wirbel in der Presse, desto vorsichtiger werden unsere Bombenleger sein. Da haben wir vielleicht eine Atempause. Ja. Stellen Sie durch. Westermann, was kann ich für Sie tun, Frau Spranger? Nein, Sie können schon aufräumen. Die Wohnung ist nicht mehr versiegelt. Sind sogar schon Handwerker drin seit heute Morgen. Nein, keine Maler, Klempner und Glaser. Bitte, bitte, gern geschehen. Nette Kollegen hat sie ja. Von Ihrem Hausmeister kann man das weniger behaupten. Er hat heute schon wieder nachgefragt, ob seine Mieterin nicht doch mit Waffen handelt. Ja? Die Post. Danke, Fräulein Grosser. Bitte. Professor Karl Grevenich, Dozent für Orientalistik. Das ist die Antwort auf unsere Anfrage. Wissen Sie, wie der Absender heißt? Helft der UNESCO, rettet die Tempel von Abu Simbel. Wirklich? Hier. Vielleicht ist Abu Simbel eine Tarnbezeichnung für irgendeine Organisation. Abu Simbel als Tarnbezeichnung? Das habe ich allerdings noch nicht gehört. Aber erkundigen Sie mal. Ja, am Apparat. Also morgen. Ich danke Ihnen, Schwester. Fräulein Farian wird morgen entlassen. Ich möchte, dass Sie zunächst selbst Ihren Schutz übernehmen. Lassen Sie mich lieber gehen. Bauer, ist Fräulein Farian jetzt da? Ich muss Sie dringend sprechen. Anschluss in Ordnung. Ja, bitte kommen Sie rein, Herr Bauer. Gehen Sie durch. Hören Sie mal, ich will Sie ja nur kurz. Nein, ich will Sie wirklich ganz kurz sprechen. Aber es ist sehr dringend, wissen Sie. Warten Sie doch ein bisschen, Herr Schmolker. Jetzt ist sie gerade vor 3 Stunden zurückgekommen. Guten Tag, Herr Schmolker. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich sollte mit Ihnen sprechen. Man hat mich schon 3-mal angerufen, aber ich habe ihr gleich gesagt, dass man Ihnen das nicht zumuten kann. Was? Die Hausverwaltung, also Herr Maschner, die haben gesagt, weil die Kielmanns aus dem 3. Stock sich beschwert haben, wegen der Sicherheit des Hauses. Also Herr Maschner hat gestern erst mit uns gesprochen und wir haben ihm erklärt, dass es keinerlei Anhaltspunkte gibt, die darauf hinweisen, dass Fräulein Farian... Aber Herr Kielmann hat mich vorhin noch ganz freundlich gegrüßt, ich verstehe das gar nicht. Ja, ja, es tut ihm auch sehr leid, was Ihnen da passiert ist, aber was in den Zeitungen steht, im Nachrichtenkurier, und Herr Maschner und Herr Kielmann, die meinen das auch. Das stimmt doch wohl auch. Das Radio soll es ja auch durchgegeben haben. Ich bin heute erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Was in den Zeitungen steht, dafür kann ich doch nicht. Aber Sie waren doch in Afrika. Das stimmt doch. Das weiß doch jeder. Sie haben uns doch noch diesen Kupferkessel mitgebracht. Ja, aber ich... Fräulein Farian muss sich jetzt erst mal ein bisschen erholen. Dafür werden Sie ja wohl Verständnis haben, Herr Schmolker. Wenn es ihr besser geht, wird sie sich schon mit Herrn Marschner in Verbindung setzen. Möglichst bald, wenn ich bitten darf. Frau Schwester, Sie können mit mir doch nicht machen, was Sie wollen. Hallo? Hallo? Ja? Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, ob Fräulein Farian schon da ist? Da können Sie jetzt nicht hin, das ist ausgeschlossen. Presse, ich bin von der Presse. Ach so, Presse. Ja, die ist da, dann kommen Sie mal rauf.
202, dritte Tür links. Ja, ja, danke. Ich weiß Bescheid. Mein Name, Nachrichtenkurier. Frau Farian? Tanner? Haben Sie den Artikel über mich geschrieben? Ja, das war ich. Und ich habe noch ein paar Fragen an Sie, wenn Sie gestatten. Wissen Sie überhaupt, was Sie da geschrieben haben? Woher haben Sie das? Davon stimmt kein Wort. Aber Frau Farian, ich habe nur das geschrieben, was ich exakt recherchieren konnte. Exakt. Ich möchte wissen, wer Ihnen das erzählt hat. Ich werde mich bei Ihrem Herausgeber beschweren und die Sache einem Rechtsanwalt übergeben. Bauer 24068, ja. Ja. Anschluss Farian, ja. Ja, ist in Ordnung, ja. Wir sind nun mal von großem öffentlichen Eins, zwei, drei, vier, ja, gut, ja. In meinem Artikel steht ganz klar und deutlich. Bauer 240. Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieser Zündschnur. Mercedes Illusuit Sayaratu. Ahegat. النور طفى. يلا.
Wichtiges dabei? Gleich oben auf. Neues Bombenattentat auf einen Waffenhändler in Frankfurt. Dieselbe Methode wie in Hamburg. Die haben ihm das Ei nachts unter das Auto geschoben. Ah, der clevere Herr Parker. Hat's ihn uns auch erwischt. Sie kennen ihn? Ach, vor 3 Wochen saß ich mit ihm im Flughafenrestaurant zusammen. Dann war auf der Durchreise. In der Meldung steht der Textilkaufmann Parker. Ja, er war sehr vielseitig. Angefangen hat er 49 mit Nylonstrümpfen und Penicillin. Danach Südfrüchte. Aus der Zeit stammt auch seine Vorliebe für Tarnbezeichnungen aus der Obstbranche. Granaten waren bei ihm Zitronen, Tellerminen, Zuckermelonen, Maschinenpistolen, Bananen und so weiter und so weiter. Wen hat er denn beliefert? Jeden. Bei mir kann jeder Kunde werden, der pünktlich zahlt. Ich bin ja ganz neutral, hat er gesagt. Neutralität ist meine Lebensversicherung. Ja. Mist. Das sieht man jetzt. Ich habe ihn noch gewarnt. Je mehr Kundschaft, desto mehr Todfeinde. Kommissariat 3 Körner. Ja, ist hier. Augenblick, bitte. Herr Chef. Bester Mann. Ja, ich hab's gerade bekommen, Herr Kriminalrat. Frankfurt bittet um Amtshilfe, aber wenn der Mord politische Motive hat, können wir nicht viel machen. Ich würde vorschlagen, die Passkontrollen am Flughafen zu verschärfen. Auch die Überwachung der Ausländertreffpunkte, besonders Hauptbahnhof und Umgebung. Schon veranlasst, Herr Kriminalrat. Danke. Was hat dieser Mordanschlag mit Ihrer Reise nach Nordafrika zu tun? Da fragen Sie auch noch, dieser Parker, der da ermordet wurde, der hat doch hauptsächlich nach Afrika Waffen geliefert. Sehen Sie doch, hier steht's doch geschrieben. Und deshalb will ich von der Reise zurücktreten. Ich denke nicht daran, als Landsmann von Herrn Parker jetzt nach Afrika zu reisen mit Frau und Tochter. Kommt gar nicht in Frage. Herr Kröger, Sie wollen nach Tunesien. Okay. Bitte glauben Sie mir, diese Bombenanschläge haben nicht den geringsten Einfluss auf die schon traditionelle Deutschfreundlichkeit der nordafrikanischen Länder. Ich habe ein Jahr lang dort gelebt, als Vertreterin unseres Reisebüros. Mir ist nicht ein Fall bekannt, dass einem Tourist noch nur ein Haar gekrümmt wurde. Sie meinen also, ich kann mit meiner Familie ganz ruhig reisen? Ja? Ganz ruhig. Na schön. Aber ich muss es mir noch mal überlegen. Bis morgen. Geht das? Selbstverständlich, Herr Kröger. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns auf andere Länder spezialisieren. Dann geht Afrika nicht mehr. Meinen Sie wirklich? Wer hat schon Lust, im Urlaub sein Leben zu riskieren? Ja, allerdings. Davon kann doch gar keine Rede sein, Herr Kersch. Das wissen Sie vielleicht, Sabine. Weil Sie lange genug drüben waren, aber weiß das auch die Kundschaft? Herr Kersch, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich heute pünktlich... Geschenk, schmieren Sie ab, Sabine. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hab dir doch gesagt, du... Bitte, Sabine, sag, dass du mir nicht mehr böse bist. Ich bin dir nicht mehr böse. Danke. Ich bin in Eile. Ich bring dich. Sehr gern. Gleich soweit.
Ein Päckchen? Darf man fragen, von wem? Keine Ahnung. Du wirst mir doch nicht erzählen wollen, dass du ein Päckchen bekommst und weißt nicht, von wem. Ich weiß es wirklich nicht. Vermutlich dieser Zigeuner von gestern Abend. Saladin ist Ägypter. Fängst du schon wieder an? Ich habe ja nur ganz bescheiden gefragt, von wem das Päckchen ist. Wenn du es mir nicht sagen willst, auch gut. Aber dann sei wenigstens ehrlich und sage frei heraus, du willst es mir nicht sagen, anstatt zu behaupten, du weißt es nicht. Zucker, Milch. Warum nicht mit offenen Karten? Herrgott, nochmal, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann kein Arabisch. Ach so? Jochen, es ist hoffnungslos mit dir. Was drinnen ist, weißt du natürlich auch nicht. Bin ich Hellseherin? Na, du hast es doch schon aufgemacht. Nur halb, du kamst dazwischen. Willst du es nicht ganz aufmachen? Tu du's, ich bin nicht neugierig. Wirf es weg! Wirf es doch weg! Das ist gut, das bringt uns weiter. Wo habt ihr sie hingebracht? Städtisches Krankenhaus. Und? Beide nur leicht verletzt, aber schwerer Schock. Ja, das kann ich mir denken. Schon irgendwelche Anhaltspunkte. Arabisch? Ja. Erst Hamburg, dann Frankfurt. Und wo sind wir auch mal dran? Aber das Apartment gehört einem jungen Mädchen. Die Frankfurter Wohnung gehört auch einem jungen Mädchen. Aber das Fräulein Farian hier war bis vor kurzem in Nordafrika. Casablanca, Tunis, Kairo. Als Vertreterin eines Reisebüros. Ja, ich weiß. Afro-Tour. Jetzt bitte lassen Sie mich da mal durch. Wer ist hier? Sind Sie der leitende Beamte? Mein Name ist Schmolkert. Ich bin hier der Hausmeister. Ja, bitte. Ja, gibt's denn da keine Handhabe? Wie, keine Handhabe? Die Leute im Haus reden von Waffenhandel und Racheaktion. Genau dasselbe wie gestern in Frankfurt. Die Hausverwaltung ist jedenfalls der Meinung, dass es ein Grund ist zur fristlosen Kündigung. Ich müsste natürlich nachweisen, dass das stimmt. Mit den Waffen und so. Wie lange wohnt Fräulein Farian schon hier? Über 2 Jahre. Mit Unterbrechungen natürlich. Sie war ja monatelang im Ausland. Bei diesen Leuten da. Von mir kann sie ja treiben, was sie will. Aber nicht bei mir. Nicht bei mir. Vorläufig liegt sie ja verletzt im Krankenhaus. Ja, nur leicht verletzt im Krankenhaus. Morgen ist sie vielleicht schon wieder da. Ja, sie dann müssen schon abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Entschuldigen Sie, wir haben zu arbeiten. Herr Schmolkert, darf ich? Nee, Entschuldigung, weil ich... Die Mieter sind empört und mit Recht empört. Sache. Ja, was heißt Ihre Sache? Meine Sache ist überhaupt... Ich muss dann dran, ja? Komm. Ach, Moment. Na, können Sie schon was sagen? Hey, hier hat er hingehauen. Donner. Das hat geklappt. Der Tanner. Sind Sie auch schon wieder da? Na klar, was haben Sie denn erwartet? Waffenhandel? Keine Ahnung. Irgendwelche Parallelen zu Frankfurt? Wir wissen noch nichts. Das Mädchen war lange in Nordafrika, sagt man. Ja, für ein Reisebüro. Na, wissen Sie für welches? Afro-Tour. So, Herr Tanner, Sie müssen jetzt gehen. Ich krieg sonst Ärger mit dem Chef. Na gut, ich gehe ja schon. Aber ich rufe später noch mal an. Diese Zündschnur muss sofort nach Wiesbaden ins Bundeskriminalamt. Wir sollen Art und Herkunft bestimmen. Und der arabische Absender? Da haben wir hier Sachverständige. Wir sind fertig, Herr Hauptkommissar. Können wir zusammenräumen? Ja, bitte.
Befragen Sie jetzt die Leute im Haus, was für Besuche das Mädchen hatte und so weiter. Ich fahre ins Krankenhaus und versuche da mein Glück. Wenn Sie ihr helfen wollen, müssen Sie mir schon den Namen sagen. Den habe ich vergessen. Ich weiß nur noch den Vornamen. Ja? Saladin. Können Sie ihn beschreiben? Schwarzhaarig, schlank. Wieder sind Olaf. Wieder sind Sabine. Was Ernstes? Seit vorgestern verlobt. Verlobt? Schade. Dann werden wir unser Sabinchen wohl bald los sein. So schnell geht das nicht, Herr Kersch. Die Verlobung ist heimlich, gegen den Willen seiner Mutter. Was denn? Sowas gibt's heute auch noch? Ein ausgewachsener Sohn, der sich was verbieten lässt? Klingt so nach Jahrhundertwende. Der Junge hat nichts vom Vater geerbt, weil seine Mutter das ganze Vermögen mit in die Ehe gebracht hat. Folglich muss der Kleine gehorchen. Solange er brav ist, erfüllt die Mama ihm jeden Wunsch. Tragisches Schicksal. Ich warte auf deine Antwort. Sei nicht kindisch, Jochen. Wie stellst du dir das vor? Na, herrlich. Wir beide zusammen im selben Haus, in derselben Wohnung. Bleib auf dem Teppich, Jochen. Jetzt schon heiraten. Deine Mutter wird in die Luft gehen. Sie hält doch nicht zu mir, das weißt du doch. So was kann sich ändern. Das hört mir sowieso auf mit deinem Reisebüro. Ich will meine Frau für mich allein haben. Wenn ich an das letzte Jahr denke, monatelang warst du weg. Casablanca, Kairo, wer weiß wo. Das kommt nicht mehr in Frage. Ich halte nichts von Studentenehen. Und von der Gnade deiner Mutter abhängen möchte ich erst recht nicht. Sag mir lieber, wo wir heute Abend tanzen. Wo du willst. Trocadero, Silberkanne, Laterne. Let's learn English by Beats. Should he meet his friends, he can't tell them the news. Should he meet him tomorrow, he can't tell them the news. Should he meet him, he would tell them the news. Should be fog tomorrow, we shall not take the plane. Should it be foggy, we should not take the plane. Should I miss my miss, I shall come to you. You are my lesson, baby. You are my teacher, baby. Ich kann dich nicht vergessen. Oh, never, never, never. Ich need my daily lesson. I need you, baby, baby. Du bist frisch wie ein Weilchen. Baby, baby, baby. Put your shirt on me. You greyhound, that's me. A head like a snake, a neck like a drake, a back like a beam, a belly like a bream, a foot like a cat, a tail like a rat. Nehmen wir noch zwei? Trink du, ich pausiere. Hast du eine Zigarette für mich? Ah, doch, klar. Und nun, gerade angekommen aus der USA, die neueste Hit von der amerikanischen Hitparade. Saladin! Ja, Sabine. Wie kommst du denn hierher? Ich hatte Angst, dich zu sprechen, weil ich nicht wusste, ob du dich erinnerst. Aber mein Freund Ahmed, der ist Disc-Jockey hier, der sagte, ich muss. Aber natürlich. Ich werde hier studieren, Maschinenbau. Wie lange bist du schon hier? Schon über 3 Wochen, bald einen Monat. Ashar, Fischer, Arba, Asabir. Schar, Fischari, Arbat, Asabi. Filasbu, Sabat, Ayam. Al-Yam, Asan, Min Al-Had. Kennst du noch dieses Sprichwort? Al-Yam, Asan, Min Al-Had. Bravo! Doppelten Whisky. Mit Soda? Pur. Das ist Jochen Zentgraf, mein Verlobter. Meine Glückwünsche. Saladin El-Amama, ein Bekannter aus Kairo. Ohne ihn hätte ich mich im Ägyptischen Museum verlaufen. Und im Bazar und überhaupt. Ohne ihn und seine Clique wäre ich in Kairo ziemlich verloren gewesen. Du, einmal waren wir am Roten Meer baden. 16 Jungen und Mädchen in 2 Autos. Wir haben Korallenbänke abgetaucht. Du, sowas von Farben. Nochmal dasselbe. Erlauben Sie den Tanz mit Ihrer Verlobte? Wenn sie Lust hat. Hast du Lust, Sabine? Mhm. Meine Heimat, die ich mitbringe nach Deutschland. Ich spiele sie jetzt für Saladin und seine deutsche Freundin.
gern. Und nun, Sie sehen in die Pause, eine Abenteuer von meinem kleinen Freund. Sagen Sie, wo ist der? Der Herr hat bezahlt und ist gegangen. Was denn, nach Hause? Ja, so sagt er. Hat er nichts für mich hinterlassen? Nein, bedauere. Du bist wütend, Sabine. Es heißt wütend, ja. Dein Verlobter, er ist nicht sehr klug, aber ich kann ihn nachfühlen. Das ist die, wie sagt man auf Deutsch, Jalousie. Eifersucht. Eifersucht. Er ist nicht klug. Er würde gut zu euch passen. Er glaubt nämlich, eine Frau ist sein Eigentum. Ich denke nicht so was, Sabine. Aber jetzt feiern wir uns wiedersehen. Soll mir nicht böse, Saladin. Mir ist nicht zum Feiern zumute. Ich möchte nach Hause. Dann ein anderes Mal? Ganz sicher. Darf ich dich telefonieren? Ja, ich stehe im Telefonbuch. Ich darf dich noch nach Hause begleiten. Nicht nur die Füße stehen. Einmal nach Porto. Ah, wie viel bitte? 80 Pfennig. Moment. Bitte? Besten Dank, schönen guten Morgen.